Name ist Heine Birchow von der DGS in Kassel, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie. Ich lese Ihre Artikel mit Freude in der Taz, aber habe da mehrere Widersprüche entdeckt. Ich schaffe das auch so, sparen wir Strom. Sie sagten, es besteht kein freier Markt mehr, es besteht nur noch aus planwirtschaftlichen Großunternehmen aus dem 18. oder 19. Jahrhundert und haben das auch dargestellt an der Automobilwirtschaft. Ende der 80er Jahre gab es in der Schweiz einen Herrn Hayek, das ist der Begründer von Swatch, der das Swatch-Mobil auf die Strecke bringen wollte, und nachher ist rausgekommen eine Kooperation mit Daimler, die den Smart und zum Glück jetzt auch elektrisch. In London hat der, glaube ich, als Einzelwagen freien Zugang zur Innenstadt bekommen. Wie sehen Sie das? Und zweites Beispiel, der Tesla aus den USA war so erfolgreich, dass Tesla jetzt überlegt, die Batteriefertigung nach Deutschland zu bringen, und schon seit einem Jahr oder länger beteiligt sich der große Autohersteller Daimler daran. Und ich bin ganz sicher, wenn Herr Daimler noch leben würde, würde er heute ein Elektroauto fahren. Ist das nicht ein Widerspruch zu der These, die Sie aufgeführt haben? Ja, also ich habe mitgeschrieben und werde alles beantworten. Bist du eine Frau? Spring dich mal an. Die Frage, die ich... Sie haben vorher gesagt, es gibt irgendwie... Nee, die kann ich nicht mit Alternative. Also ich sage mal, eine Möglichkeit zum Beispiel, die Sie der Gewerkschaft anbieten könnten, wäre zu sagen, eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Sowas ist nichts Besonderes, ist eine Reform innerhalb vom Kapitalismus, ist lösbar, ist also nicht eine grundsätzlich unlösbare Geschichte, auch im Rahmen von dem, dass Kapitalisten möglichst große Profite machen wollen. Für mich aber die Kernfrage der ganzen Diskussion ist, wofür wird eigentlich produziert? Ja. Es geht um die Frage, ist es eine Sache, die die Menschen brauchen, oder ist es eine Sache, die nur für den Profit notwendig ist? Der Kapitalist sagt natürlich, für mich geht es nur um Profit. Die Frage ist es unser Interesse? Wir brauchen Dinge, die vernünftig sind. Also Recycling, was Sie vorher gesagt haben, Kreislaufwirtschaft ist eine total vernünftige Sache, nutzt der Erhaltung der Natur, nutzt überhaupt dem ganzen Sinn dieses Lebens. Nur dieses System, diese Profitmacherei verhindert genau das. Also was ist denn notwendig? Das ist eine politische Frage. Sie haben vorher irgendwie angedeutet, Kapitalismus existiert immer und irgendwie gibt es, das kann man irgendwie nicht ändern oder so. Richtig finde ich, dass Sie sagen, das System, das haben Sie gut aufgezeigt, das produziert so viele Krisen, und Sie haben eine wichtige nicht genannt, den Krieg. Der gehört auch zum Kapitalismus dazu, weil er, wenn es in eine Überproduktionskrise kommt, kann es durchaus dazu führen, dass es sich kriegerisch die Köpfe gegenseitig einschlagen, und dann verdienen auch noch welche dran. Also entscheidend ist die politische Frage, wie schafft man das, die Menschen, Sie haben ein Beispiel gesagt, was man verhindert hier mit Markt, mit den Begriffen wie Markt und so. Wie schafft man das, die Menschen dazu bringen, zu verstehen, dass dieses System beseitigt werden muss? Und zwar der Kern der Geschichte ist, dass Privateigentum an Produktionsmitteln in Form von Aktien und so weiter, dass das die Ursache der Probleme ist, und zwar in jeder Frage. Sie können die Umweltfrage nehmen, Sie können egal welche Frage Sie nehmen, letztlich liegt es immer nur am Profitsystem. Und das muss man den Leuten sagen. Das haben sie leider nicht gemacht. Dankeschön. Haben Sie gemacht. Zwei Fragen, er hat sie nicht verstanden. Mir ist aufgefallen, dass Sie einmal 1760 Weber Entstehung des Kapitalismus den Schwerpunkt auf Technik legen und auf technische Entwicklung, zum einen. Zum anderen ist mir aufgefallen, als Sie auf das Wachstumsproblem kam, dass die Aussicht auf Gewinn die treibende Kraft ist. Also was jetzt? Oder beides? Oder wie ist das? Auf was soll ich mich da konzentrieren, sozusagen? Das ist eine. Und zum anderen, der freie Markt. War das nicht eigentlich schon immer eine Vision? und hat der Kapitalismus nicht immer die Schranken, die die Entwicklung der Produktivkräfte behindert haben, die gesellschaftlichen Schranken, immer dann gesprengt, wenn der gesellschaftliche Rahmen zu eng wurde, also bis hin zur Globalisierung. Also der hat den nationalen Rahmen gesprengt, der hat absolutistische Grenzen gesprengt, etc. Also da, denke ich, wäre nochmal ein interessanter Aspekt, den man nochmal beleuchten sollte. Danke. Ja, ganz hinten. Ja, ich wollte zunächst mal sagen, ich fand Ihren Vortrag sehr, sehr angenehm, sehr nachvollziehbar auch, und Sie haben einfach eine Art, der man gut zuhören kann. Das fand ich gerade bei diesem Thema ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich eine... Ich habe schon auf das Aber gewartet. Nein, nee, das ist okay, Sie dürfen das doch. Oder doch, aber ich habe... Ich habe ein bisschen vermisst, oder das bemängle ich, dass Sie so diesen Kapitalismus als etwas, oder zumindest habe ich es so verstanden aus Ihrer lebendigen Darstellung, als wäre so etwas, was irgendwie... Es kommt so über uns, ja. Und ich finde immer, wir dürfen ja nicht vergessen, da stecken Menschen dahinter. Nicht nur früher, sondern auch heute. Und das sind auch wir letztendlich, die dieses System Kapitalismus irgendwo tragen, in Form unseres Hühnerhofes, sofern wir den noch haben, und meinen, wir müssten den verteidigen. Aber es stecken eben letztendlich auch die großen Menschen dahinter, die das Ganze tragen und in Gang halten. Es ist nicht etwas wie schlechtes Wetter oder Gewitter, was über uns kommt. Und dann hätte ich noch gerne gewusst, was Sie zu den Ideen von Silvio Gesell halten und ob das nicht eine Antwort auf den Kapitalismus darstellt. Okay, ja, super Fragen. Das sind natürlich alles sehr grundsätzliche Fragen. Wenn ich zu lange rede, müssen Sie irgendwie Zeichen machen. Jetzt könnte ich nämlich direkt von vorne einen Vortrag halten. Aber jetzt... die erste Frage von Ihnen zu den Widersprüchen. Eigentlich haben Sie ja die Frage gestellt, wenn das alles so statisch ist, wie ich das beschreibe, Großkonzerne herrschen, und wo kommt dann eigentlich die Veränderung her, der technische Wandel? Und dann haben Sie ja selber mit Hayek in seinem Swatch-Mobil da eine Struktur genannt, die ich jetzt einfach mal weggelassen habe. Natürlich kommt es immer noch... zu Innovationen im Kapitalismus sehr offensichtlich, und zwar über zwei Dinge. Aber beide laufen anders, als sich das Marktwirtschaftler vorstellen. Die erste Innovation ist, irgendwelche Erfinder oder auch Unternehmer haben eine gute Idee. Der Weg dieser guten Idee ist immer der gleiche. Die Idee wird aufgekauft von einem Großkonzern. Das war ja auch genau bei Swatch. So, dann gibt es die andere Struktur ist, Großkonzerne forschen ja selber auch. Aber sie forschen, und es gibt auch Wettbewerb zwischen den Großkonzernen. Nur der Wettbewerb ist etwas anderes als die Marktwirtschaft, so wie Marktwirtschaftstheoretiker wie Ludwig Erhard sich das vorstellen. Die stellen sich ja vor, es gibt einen Wettbewerb auf einem Markt. Das, was im Kapitalismus stattfindet, ist ein technischer Verdrängungswettbewerb. Also wenn man sozusagen die treibende Kraft, nachher kommen wir ja nochmal zu dem Thema, wie hängen Investitionen und Gewinn zusammen. Die treibende Kraft ist ja die Idee, dass man durch Effizienzsteigerung oder Technik die Produktivität erhöht. Das heißt, und das können Sie in der Automobilindustrie perfekt sehen, VW kann jedes Jahr mehr Autos herstellen, mit der gleichen Zahl von Leuten. Es werden aber nicht unbedingt mehr VWs gekauft. Oder sagen wir mal so, insgesamt werden nicht mehr Autos gekauft. Der Automarkt expandiert nicht so schnell wie die Produktivität. Also werden, und das ist ja genau das, was passiert, werden einige Marken vom Markt verschwinden. Natürlich weiß jeder Unternehmer oder Kapitalist, dass es diesen technischen Verdrängungswettbewerb gibt, dass also sozusagen in bestehenden Märkten immer mehr Güter hergestellt werden von jeder einzelnen Fabrik, und dass natürlich sich am Ende rausstellen wird, wer rausfliegt. So, und weil jeder Unternehmer das weiß, wird auch ständig an dieser Produktivität gearbeitet und geforscht. So, aber das ist trotzdem etwas anderes, als sich die Marktwirtschaftler das vorstellen. Dann hatten Sie gesagt, ja, aber dann gibt es doch noch Tesla. Das nehme ich jetzt mal für einen anderen, auch eine Innovation. Stimmt. Aus meiner Sicht ist aber das Elektroauto garantiert ein Flop. Und zwar, das ist das Interessante, viele Dinge, mit denen wir heute unsere Energiewelt verändern, wie zum Beispiel das Solarpanel, wurden jahrhundertelang nicht erforscht. Kein Mensch hat sich um das Solarpanel gekümmert, oder beziehungsweise das gab es auch gar nicht, wusste man gar nicht, dass es sowas geben könnte. Aber das Interessante an der Batterie ist, und das ist ja das Kernstück vom Elektroauto, die Batterie ist alt. Die ist vor 200 Jahren erfunden worden von einem Menschen, der hieß Alessandro Volta. Deswegen rechnen wir alle in Volt. So, und, die Batterie war immer im Zentrum der industriellen Forschung. Nicht irgendwo im Nischen-Dasein. Wenn man es in 200 Jahren nicht schafft, die Effizienz dieses zentralen, sozusagen dieser zentralen Erfindung wirklich so zu steigern, dass man am Ende ein vernünftiges Elektroauto fahren kann, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich aussichtslos. Es sei denn, man hat eine Revolution in der Physik. Aber also deswegen denke ich, also wenn ich Tesla wäre, würde ich schnell gucken, dass ich einen Käufer finde und mich vom Acker machen. Aber vielleicht ich bin aber keine Physikerin, insofern kann es sein, dass ich das falsch sehe. So, dann kam, haben Sie gesagt, das ist jetzt die nächste Frage, ja, es gäbe doch Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Kapitalismus, als zum Beispiel eine generelle Arbeitszeitverkürzung. Und dann wäre doch die Frage, wofür wird eigentlich produziert? Also da haben Sie ja völlig recht. Ich meine, es gibt wunderbare Studien vom Umweltbundesamt. Da gab es eine ganz intelligente Forschung. Und zwar haben die einfach mal geguckt, erstens, wie viele Gegenstände hat eigentlich so ein durchschnittlicher Haushalt? So, jetzt denken Sie mal alle an Ihre Schränke, nicht? So. Und dann kam raus, jeder einzelne Haushalt hat irgendwie im Durchschnitt 10.000 Gegenstände. So, da wurde jeder Löffel mitgezählt, nicht? So, und dann, aber das richtig Intelligente an dieser Forschung war ja, okay, und wie viele von diesen Sachen werden denn benutzt? Und da kam raus nur 5.000. Ja, das heißt, ja, immerhin, nicht? Hier vorne wird gesagt, ist ja viel, 5.000 Sachen, die man dann angeblich doch benutzt. Sie hätten jetzt 300 geschätzt, wahrscheinlich, ich auch. Ich war auch ganz überrascht. Aber egal, also jedenfalls kann man da ja sofort sehen, also irgendwie die Hälfte von dem Plunder in unseren Haushalten ist objektiv überflüssig. Also bräuchte man nicht zu kaufen und könnte man auch wegschmeißen. So, also... Recycling, genau. Aber das ist der falsche Ansatz. Es geht nicht, anders gesagt, der Kapitalismus wird über den Konsum getrieben. Aber wir konsumieren gar nicht wegen dem Konsum. Das denkt man vielleicht. Wir konsumieren wegen der Arbeitsplätze. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, was sind das für ein Schrott? Aber, aber so läuft das. Also das ist nicht mir aufgefallen, sondern das fiel schon 1958 einem sehr berühmten US-Ökonomen auf, der hieß John Kenneth Galbraith. Der hat ein ganzes Buch geschrieben zu dem Phänomen, das doch erstaunlich ist, und es ist erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, dass in einer Wirtschaftskrise, wo ja die Fabriken nicht ausgelastet sind, die Leute niemals darüber stöhnen, dass es jetzt ganz viele Gegenstände gibt, die man niemals wird herstellen können, weil sie in diesem Zeitfenster ja nicht hergestellt wurden, die also für immer verloren sind. Die Gegenstände, die man nicht produziert in einer Wirtschaftskrise, sind allen Leuten völlig egal. Sondern das Thema, um das es immer geht, sind die Arbeitsplätze. So, und das heißt, der ganze Kapitalismus existiert eigentlich, um Sicherheit zu organisieren für die Beteiligten. Und jetzt ist die Frage, kann man da aussteigen? Man kann nicht aussteigen, das ist durch eine Arbeitszeitverkürzung. Natürlich könnte man die Arbeit irgendwie anders verteilen oder sagen, ich arbeite nur noch 20 Stunden. Nur das würde ja bedeuten, man verdient dann auch nur noch die Hälfte. Ja, anders geht das jetzt nicht so. Also, und das würde bedeuten, dass dann natürlich genau das passiert, was Binswanger beschreibt. Dann bricht das Ding chaotisch zusammen. Denn wenn die Binnennachfrage sich halbiert, warum soll ich denn als Unternehmer noch investieren? Dann hat man wieder das Dilemma, dass die Transformation nicht funktioniert. So, dann gibt es, wenn man sagt, ja, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, dann ändert sich ja gar nichts. Dann rauscht der Kapitalismus einfach so, wie wir ihn kennen, weiter. Das heißt, sozusagen, als Ausstiegsszenario kann man nur sagen, ja, bei halbiertem Lohn. und halbierter Zeiten. Und dann ist das Problem, dass eben auch der Kapitalismus nicht mehr da ist. So, jetzt gibt es natürlich noch die Idee, vielleicht beim Recycling oder so. Man könnte ja sagen, was ja auch gemacht wird, man macht Vorgaben. Also nach dem Motto, über 10 Jahre müssen die Unternehmen einfach nur, so viel Energie sparen, dass sie am Ende nur noch die Hälfte verbrauchen oder so. Das, also Ordnungspolitik mit einem sehr starken Ökoanteil. Das Problem da ist, das ist wirklich eben geradezu tragisch, damit steigert man das Wachstum noch. Jetzt kann das erstmal komisch klingen, wenn man sagt, wieso, wenn ich weniger Energie verbrauchen darf, wieso steigert das das Wachstum? Aber zu sagen, Energie zu sparen, einfach mal so, ist sozusagen die Kernlogik des Kapitalismus. Bei Rohstoffe zu sparen, ist ja nichts anderes, als wieder die Produktivität zu steigern und die Effizienz zu erhöhen. Also wohin das führt, das hat man ja auch in den letzten 40 Jahren gesehen. Also zwischen 1970 und 2010 hat man es erreicht, den Energieeinsatz pro Wareneinheit zu halbieren. Ja, ist doch gut, sagt da hinten jemand. Genau. Einziges Problem, man hat eben auch doppelt so viel Waren hergestellt. Ja, also sozusagen das, was man bei der einzelnen Ware spart, das wird eben dadurch kompensiert, dass man die Kaufkraft, die man dadurch ja gewinnt, ne, woanders wieder ausgibt und hinterher hat man doppelt so viel Zeug. Das eine hat aber mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich muss doch nicht doppelt so viel Waren herstellen, um die Energie zu sparen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich die gleiche Menge herstelle und dafür die halbe Energie brauche, dann ist das erreicht, wovon wir jetzt... Ja, dann hat man wieder, wenn man sozusagen dieses kapitalistische Gesetz, also wenn man jetzt einfach nur pro Wareneinheit irgendwas vorschreibt, hat man gleich wieder Wachstum. Wenn man das kappt, hat man den Zusammenbruch des Kapitalismus. So, das sind die beiden. Wissen Sie was? Ich habe jetzt das Gefühl, Sie denken, ich sei ein schlechter Mensch oder hätte keine Lust, die Umwelt zu schonen. So ist es gar nicht. Ich sehe da nur wirkliche gravierende Probleme. Und das, wie gravierend die Probleme sind, sieht man daran. Das ist ja, es gibt ja viele Vorhersagen über den Kapitalismus, die alle nicht eingetroffen sind. Nicht? Berühmtester Fall natürlich Marx 1867, das System bricht zusammen, nichts passiert. Es gibt aber eine Vorhersage, auch schon aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit von Marx, die ist bis heute wahr. Und das muss einem wirklich zu denken geben. Und zwar ist es das sogenannte Boomerang-Prinzip oder Rebound-Effekt, den Sie kennen. Das hat jemand formuliert, der hieß Jevons und wäre bestimmt einer der berühmtesten Ökonomen aller Zeiten geworden, wenn er nicht dummerweise schon mit 44 ertrunken wäre, beim Baden. So. Und Jevons hat eben schon am Anfang des Kapitalismus, 1860, dieses Prinzip beschrieben, dass wenn man Energie spart an einer Stelle, das einzige Ergebnis ist, dass man woanders mehr ausgibt. Nicht? Dass also das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, dass wenn man pro Wareneinheit die Energie reduziert, am Ende einfach nur mehr Energie ausgibt, weil man mehr Waren herstellt. Das hat er eben beschrieben, schon 1860. Und das gilt bis heute ungebrochen. Das heißt ja, da sitzt man im Zentrum des Kapitalismus. Und die Idee, man könnte also einfach nur mit Ökosteuern den Kapitalismus irgendwie abschaffen oder auch nur zähmen, ist eben wahrscheinlich leider nicht wahr. So, jetzt... Dann wurde gefragt, ja, was treibt denn jetzt eigentlich die Investition, was treibt den Kapitalismus denn? Technik, Gewinne oder Löhne? Alles. Also es ist so, der Unternehmer investiert natürlich nur, wenn er sich einen Gewinn verspricht. Den Gewinn macht er natürlich dadurch, dass er, indem er Technik einsetzt, die Effizienz steigert. Nicht, das ist die betriebswirtschaftliche Logik. Also wenn ich Technik einsetze und dank der Technik hinterher zweimal so viele Autos herstellen kann wie vorher, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gewinn steigt, höher. Diese Kalkulation funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig auch die Löhne steigen. Sonst hat man am Ende natürlich innerhalb kürzester Zeit eine Absatzkrise, und zwar innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 8 Jahren oder so, wie ja die Weltwirtschaftskrise zeigt. Die Löhne im Export kann ich aber gar nicht beeinflussen. Wie bitte? Ich sage, wenn ich jetzt Autos produziere und verkaufe die nach China, dann habe ich doch keinen Einfluss auf die Löhne in China. Nee, das ist völlig richtig. Aber, aber es ist so, dass wenn man keine Währungsspekulation hätte und man auch nicht Exportüberschüsse subventionieren würde, indem man gleichzeitig Kredite vergibt, dann würde sich das ausgleichen. Denn Sie können in einen anderen Wirtschaftsraum nur so viel exportieren, wie sie importieren. Wenn sie das nicht tun, dann, wenn sie einfach immer nur exportieren, dann steigt ja ihr erstmal steigt der Handelsüberschuss, als nächstes steigt ihre Währung, ne? Weil die anderen wollen ja immer ihre Währung haben, um ihr Zeug zu kaufen. Und am Ende ist ihr Auto dann in China so teuer, dass das keiner mehr kauft. Einfach durch die Veränderung der Währung. Also was eben nicht geht, obwohl die Deutschen das immer denken, ist, dass man Exportüberschüsse aufhäufen kann. Weil das Thema ist mir so wichtig, dass ich darüber jetzt rede, obwohl es ein Einwurf war. Wenn Sie das jetzt in der Eurozone ging, konnte man diese Exportüberschüsse nur deswegen aufhäufen, weil wir ja in einem Euro sitzen. Das heißt, der Währungsmechanismus existiert nicht mehr. So, und jetzt ist natürlich so, wir machen, bei uns stagnieren die Löhne. Die Binnennachfrage ist nicht da. Gleichzeitig, indem wir die Löhne stagnieren lassen, ist es ja so, dass wir innerhalb der Währung abwerten. Gut, und jetzt geben wir immer, können wir in der Eurozone sehr schön exportieren. Das Problem ist ja nur, wenn man das dauernd macht, dann haben die anderen ja gar kein Geld mehr, weil wir importieren ja nicht. Und am Ende müssen wir eben Kredite mitreichen, damit sie unsere Waren kaufen können. Genau. Was dann dazu führt, dass die Deutschen aber auch wirklich jede Finanzkrise auf dieser Welt finanzieren. Ich meine, das muss man doch mal sich klar machen. Also, ist das so schlimm, frage ich mich und euch. Wie Sie sich jetzt anhören, ich die sagen. Ja, okay. Nee, also ich meine, man kann natürlich sagen, ja wieso, wir verschenken eben unsere Waren umsonst. Nicht? Das ist ja das, was wir letztlich tun. Und auch die deutschen Arbeitnehmer arbeiten im letztlichen Teil ihrer Zeit umsonst. Also statt dass wir die Waren, die wir produzieren, selbst konsumieren, schieben wir sie ins Ausland. Es ist völlig absurd, aber das kann man natürlich machen. Wer profitiert davon? Aus meiner Sicht niemand, das ist ja der Wahnsinn. Sondern, was? Die Einzelproduzenten. Ja, genau, hier wird gesagt, der einzelne Kapitalist. Also wenn Sie Autobauer sind, profitieren Sie natürlich davon. Die Gesamtvolkswirtschaft profitiert davon nicht, der Einzelhandel auch nicht. Ich meine, wenn die Binnennachfrage nicht da ist, da gibt es also jede Menge Branchen, die wirklich leiden, die also viel mehr Umsatz machen würden, wenn die Löhne hochgingen. Also das fängt beim Einzelhandel an und endet bei den Hotels und bei den Gastwirtschaften, denn da würden die Leute ja hingehen. Also es ist volkswirtschaftlich für keinen von Vorteil. Genau, deswegen ist es ja so wahnsinnig. Und man sprengt natürlich von innen den Euro. Das muss einem klar sein. Denn die Produktivität, also man stellt mehr Waren her, die Löhne sind hier. Frankreich hat alles richtig gemacht, das hatten wir ja schon mal. Nicht? Die haben die Löhne, Reallöhne mit der Produktivität steigen lassen. 16% seit Einführung des Euros. Die Deutschen haben 4% verloren seit Einführung des Euros. Jetzt haben die Franzosen, obwohl sie alles richtig gemacht haben, ein Wettbewerbsproblem gegenüber den Deutschen von 20%. So, das kann nicht gut gehen. Und wenn die Deutschen nicht einlenken, und Sie wissen genau, die Deutschen werden nicht einlenken, denn die Deutschen sind ja alle ganz stolz auf Agenda 2010. Echt? Ja, wir nicht, aber 80. Aber, ja, aber ich sehe irgendwie noch nicht sozusagen die große Protestbewegung gegen Agenda 2010. Ja, und was war Agenda 2010? Das war eben... nee, Agenda 2010 war... Druck auf Langzeitarbeitslose ohne Mindestlohn, Leiharbeit ohne Mindestlohn, Minijob als Nebenerwerb ohne Mindestlohn und unbefristete Befristung ohne Mindestlohn. Ja, was kommt da wohl raus? Ne? Die Löhne sinken, so schnell kann man gar nicht gucken. Und das ist, hat nichts mit den Gewerkschaften zu tun, sondern es ist politisch gewollt und das müsste alles umgedreht werden, wenn man also den Euro retten will. Na gut, ich rede immer zu, das ist echt gefährlich. Achso, da wurde noch gesagt, ja, ich stelle das mal so dar, als würde der Kapitalismus über uns kommen und das sei doch kein Naturereignis. Nein, natürlich, der Kapitalismus ist ein soziales Phänomen, aber das Interessante ist ja, das fasziniert mich bleibend, dass die Leute alle in diesem System leben, alle davon abhängen und fast niemand es versteht. Ich meine, das fängt ja schon beim Geld an. Die allermeisten Leute glauben doch ernsthaft, wenn sie Geld aus Sparbuch tragen, dass sie dann reich sind. So, und das heißt, das Wunder am Kapitalismus ist, dass er eigentlich funktioniert, obwohl keiner ihn versteht. Das erklärt ihn ja auch kaum jemand. Ja, jetzt, dann gab es noch Silvio Gesell, muss ich leider auch noch sagen. Silvio Gesell, für die, die ihn noch nicht kennen, war einer der genialsten Autodidakten aller Zeiten. Er war irgendwie 9 Kinder in der Wallonie, Belgien. Dann ist er natürlich keine Schulbildung, hatte er die Idee, keiner weiß, wieso ich jedenfalls nicht, nach Argentinien auszuwandern. Und da kam er blöderweise 1880 in Buenos Aires an, hatte noch gerade die Zeit, ein Geschäft für zahnmedizinische Gerätschaften zu gründen. Und kaum hatte er das gegründet, brach die schwerste Wirtschaftskrise aller Zeiten über Argentinien hinein. Und dann hat der Silvio Gesell, hat dann eben hautnah erlebt, was eine Deflation ist. Also wenn man, wenn also so eine schwere Wirtschaftskrise losbricht und keiner was macht, dann ist es natürlich klar, die Leute sind arbeitslos, die Löhne sinken, die Fabriken stehen halb leer, die Preise verfallen, weil es Rabattschlachten gibt und alle Leute denken, okay, weil die Preise fallen, jetzt warte ich aber noch ein bisschen länger, vielleicht fallen die Preise ja noch weiter, das heißt, der Konsum bricht komplett zusammen und man kommt überhaupt nicht mehr in Gang. Und in dieser Zeit, als er diese Deflation gesehen hat, kam Silvio Gesell auf die Idee, in meinen Worten, ja, man müsste ja eigentlich hier eine künstliche Inflation schaffen. Da muss man irgendwie rauskommen aus diesem Teufelskreis, dass die Preise fallen und alle Konsumenten denken, jetzt warte ich noch mal einen Monat, vielleicht wird das alles noch billiger. Und da hatte er dann diese Idee, das kennen Sie vielleicht, das Schrumpfgeld. Dass man also dann irgendwie Geld ausgibt und da immer Marken draufklebt jeden Monat und wenn man das Geld noch hat, dann ist es eben nur noch 3% weniger wert oder so weiter. Und Silvio Gesell ist dann sehr, sehr populär geworden bei den ganzen Regionalwährungen in Deutschland, Chiemgauer und so. Alle haben sie da diese Marken drauf. Und das ist jetzt aus meiner Sicht wiederum tragisch. Deswegen habe ich jetzt auch so lange über Silvio Gesell geredet, weil nicht gesehen wird, dass Silvio Gesell ja seine Theorie entwickelt hat in einer Deflation. Wir hatten aber immer eine Inflation. Selbst jetzt haben wir sogar noch eine Inflation. Das heißt, es ist völlig überflüssig, diese Regionalwährung als Schrumpfgeld zu konzipieren. Man könnte auch einfach eine Regionalwährung haben. Stattdessen wird da ein Riesenbohai mit diesen Marken gemacht, was die Akzeptanz dieser Regionalwährung ja sogar noch behindert. Also ich weiß gar nicht, was das soll. Und das zeigt dann wieder, dass Leute irgendwelche Theoriefragmente übernehmen, ohne den Kontext zu verstehen. Aber es geht um das Zinssystem auch dabei. Jetzt um das Zinssystem, ja, ja. Ja, und Binswanger hat das auch erwähnt, das Zeichen. Können wir das nachher machen? Wir haben noch einen Stau von Leuten. Okay, ja, jetzt sehe ich ja schon. Jetzt kommt Gesell, okay. Nee, kommen Sie ruhig. Also, nee, ich bin fertig. Man wird es nicht glauben, aber ich bin jetzt fertig. Heben Sie sich die Frage auf, dass Frau Pankow dann... Niedertreten, dann Schmiedel und dann die Anne. Andreas. Anne und dann kommt ich noch dazu. Mhm. Ich möchte dazu sagen, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich sehe das von der Gerechtigkeitsseite her als Jurist und von der Logik nur. Erstmal bin ich begeistert von dem Vortrag, weil alles so fantastisch logisch ist. Mir finden dabei drei, vier Kernsätze ein. Ich erlaube mir das zusammenzufassen, vier Punkte, die ich mir notiert habe. Fange ich damit an, dass, wenn ich sehe, wie in Bangladesch Leute für 1,50 am Tag unseren Plastikmüll sortieren, dann wird mir übel und dann schäme ich mich. Woher kommt das Ganze? Ich bin nicht sehr bibelfest, aber ich glaube, was dahinter steckt, ist die Gier. Das hat der Erstredner, der Hans-Dieter Stimmig, eben gesagt. Die Gier ist wohl das Übel, das wir eigentlich abschaffen müssten. Und wenn man dann fragt, warum George Soros, der immerhin einer der bekanntesten Kapitalisten und Spekulanten ist, Folgendes gesagt hat: Der Kapitalismus beruht auf der merkwürdigen Annahme, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven, und ich füge hinzu, mit widerwärtigen Methoden, schon irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Dann frage ich mich, ob wir nicht wirklich den Satz uns ganz dick an die Wand schreiben sollten: Ich, wie heißt es so schön, ich halte die Fäden fest in der Hand, an denen ich zapple. Was dann rauskommt, ist doch eins. Wir haben festgestellt, Wachstum ist endlich. Wachstum kann nicht weiter funktionieren. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist Investition in Bildung, 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 um die Menschen etwas weniger dumm zu halten. Und daran ist der Kapitalismus natürlich nicht interessiert. Aber die Bildung ist die einzige Chance zum Umdenken. Und wenn wir nicht umdenken, gehen wir unter. Sie haben eben was von Umstellen gesagt. Umdenken. Umdenken ist die einzige Lösung, die uns retten könnte. Das ist meine Lösung von der Gerechtigkeitsseite. Aber dazu wäre Verzicht unbedingt notwendig von denen, die immer mehr haben wollen, die goldenes Klopapier noch brauchen wollen, obwohl goldene Kloschüsseln ja toll sind, aber goldenes Klopapier können sie nicht mal nutzen. Warum umdenken? Überhaupt denken. Das nicht. Umdenken ist viel zu optimistisch. Okay. hatte die HNA schon geschrieben. Ein Einwand oder eine Ergänzung dazu. Die volkswirtschaftlichen Interessen sind ja nicht die einzelwirtschaftlichen Interessen. Was die Volkswirtschaft ist nicht das Volk. Die verstehen das ja nicht. Also musst du hier hinstellen. Ja gut. Vielleicht nur einen Satz dazu. Die Einzelinteressen von Volkswagen müssen ja nicht die Interessen von Deutschland sein. Die verquicken sich ganz klar von Exportinteressen und so weiter her. Aber Volkswagen denkt, ich muss Gewinn machen, ich muss produzieren, auch wenn es vielleicht nicht gebraucht wird gegen Mercedes und gegen Opel und gegen Ford. Die Einzelinteressen sind ja gewinnorientiert und da wird produziert, auf Teufel komm raus, ich könnte ja verkaufen. Dass insgesamt vielleicht zu viel produziert wird, ist ein Problem der Krise, das wir insgesamt zu viel haben. Aber das war vielleicht nicht ganz deutlich geworden, dass die Einzelinteressen ja zusammen die Wirtschaft bedeuten und der Staat ja letztendlich da eingreifen könnte, wenn er wollte, oder müsste. Das Staat müsste, ja genau. Aber die Gesamtinteressen müssen ja nicht automatisch Interessen, Einzelinteressen sein. Oder die Schaden der Gesamtwirtschaft insgesamt, oder die Gesamtbevölkerung. Ja, also ich fand das auch unheimlich super. Ich stimme dem Vorredner, dem Wolfgang, da sehr zu, aber ich will zwei, drei Punkte, die mir kritisch erscheinen, nicht bezüglich Ihres Vortrags, sondern allgemein. Ich habe vorhin in dem Buch von Ihnen gelesen, ich habe es nur ganz kurz hinten überflogen mit der Inflation, dass die Inflation nicht das Problem ist. Jetzt haben Sie über die Deflation so schön geredet, also quasi, dass die Unternehmen quasi dann keinen Absatz mehr haben, dass es also in die Gegenrichtung geht, Arbeitsplätze gehen verloren, es geht in die Gegenspirale. Beide Elemente können zusammen auftreten, also Deflation und Inflation kann durchaus, auch in einem Land wie Hessen, könnte theoretisch an vielen Ecken beides zusammen auftauchen. Und Unternehmen gehen kaputt und auf der anderen Ebene steigen die Preise natürlich stark. Das ist die Geldentwertung dann, dann haben wir ganz großes Chaos. Gut, jetzt habe ich das Problem aber dabei weltweit. Wir haben ein inflationäres, finde ich, Geldsystem. Und das fing durch Amerika zentriert 1913 an, wo über Gesetze, über den Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat der USA, das Federal Reserve Bankensystem, die FED, die dann Notenbank offiziell genannt wurde, über Gesetze abgesichert wurde. Ist aber in privaten Händen. Gibt es genug Videos und Sachen. Da eignen sich Leute unheimliche Summen an Geld an und die Allgemeinheit bezahlt das. Amerika hat ganz hohe Staatsschulden, um die 15, 16 Billionen US-Dollar. 60 Billionen. Nein, das ist das nicht die Staatsverschuldung. 60 Billionen ist die Gesamtverschuldung an Staat, Unternehmen und Privat. Ich rede jetzt nur von der Staatsverschuldung. Die ist also ungefähr 5-mal so hoch wie in Deutschland und die haben damit extreme Probleme. Jetzt frage ich Sie wegen der Bedeutung dieser inflationären Geldpolitik und der Monopolisierung von Geldern, die dann ganz wenige Reiche haben. Also faktisch haben dann ganz wenige reiche Familien, ein paar hundert auf der Welt, haben einen Großteil des gesamten Vermögens. Das ist eben im Vortrag noch nicht angeschnitten worden. Dann hatten Sie es, nur eine ganz kurze Nachfrage, am Anfang Ihres Vortrages, glaube ich, gesagt, der Kapitalismus, der wird nicht zusammenbrechen. Politische Systeme werden sich ändern. Am Ende Ihres Vortrags haben Sie aber das Gegenteil gesagt. Und dann bricht der quasi... Achso, da wollte ich nur sagen, der Kapitalismus bricht nicht an Finanzkrisen zusammen. Das war der Zusammenhang am Anfang. Er wird aber am Ende zusammenbrechen, weil die Rohstoffe knapp werden. Das ist aber was anderes. Also nur zur... Gut. Und das letzte Thema, das dritte, das ist für mich die Frage, wie kriegen wir denn da schnellstmöglich ein Bewusstsein hin, ohne dass wir vielleicht in 10, 20 Jahren wirklich einen Kollaps, ökologisch, ökonomisch oder sonst wie erleben. Wird das noch klappen? Wenn die Medien da immer nur, oder große Teile der Medien doch ein bisschen wenig liefern, also wenig Kritisches oder Teile nur, also das ist meine Frage. Oder Unis, Professoren, ich habe das jahrelang erlebt, dann eben dieses System für gut befinden und nur wenige Prozent äußern sich ganz kritisch. Sagen wir 5% oder so, habe ich mal gelesen. 5% der Professoren sind wirklich kritisch und der Rest liefert uns Sachen, die uns in dem System halten. Wie kann da eine Änderung kommen? Das war's dann. Ja. Ich hätte gern von Ihnen mal einen Kommentar zu den Target-Seiten. Ob Sie da was dazu sagen können und dann vielleicht auch in dem Zusammenhang zum, was jetzt auch der Vorredner angesprochen hat, zu der Ungleichverteilung von Vermögen, und als möglicher Lösungsansatz Helikoptergeld bzw. ein bedingungsloses Grundeinkommen. Rainer geht noch? Ja. Ja, Sie haben ja sehr schlüssig dargelegt, warum der Kapitalismus nicht zukunftsfähig ist und zusammenbrechen wird. Haben Sie ja eben gerade auch in Ihrem Zwischenwort nochmal gesagt. Und die Und dann haben sie gesagt, auf die Frage, was danach kommt oder was anders sein könnte, das wüssten sie nicht, aber sie hätten quasi die Hoffnung, so wie im 19. Jahrhundert der Kapitalismus als System aus dem Nichts herausgestanden entstanden ist, dass sich sowas Ähnliches, dass sowas ja auch, ohne dass man bisher irgendwas sehen könnte davon, uns dieses Problem behebt. Ich glaube, das ist, also dass nicht nur ich das als sehr unbefriedigend empfunden habe, wahrscheinlich finden Sie das selber unbefriedigend. Was mir nur besonders dabei noch zu denken gibt, ähnlich argumentiert ja letztlich auch eine Frau Merkel oder ein Herr Winterkorn oder das Institut für Deutsche Wirtschaft, die sagen, diese Probleme irgendwie haben sie ja immer Lösungen dafür gefunden und irgendwas wird schon passieren, ein neuer Rohstoff, die Ausdehnung in den Weltraum oder sonst irgendwelche fantastischen Ideen. Irgendwas kommt, weil bisher ist ja immer irgendwas gekommen. Ja gut, und also das habe ich missverstanden, also eins ist sicher, was immer dann kommt, das stimmt, ich weiß es auch nicht, Herr Winterkorn wird da keine Rolle mehr spielen. Ja, also das VW wird nicht überleben. Das ist ja klar, weil wie denn? Rohstoffe sind weg und die Art von Umweltverschmutzung geht auch nicht mehr. Es wird irgendwas Neues kommen, aber dann ohne VW. Aber jetzt sagen Sie, ja, das ist ja aber unbefriedigend, genau. Und Leute haben mich auch schon gefragt, warum ich 19 Kapitel über den Kapitalismus schreibe, um dann im 20. zu erklären, warum er untergeht. Was denn das soll? Aber erstens dachte ich, okay, ich muss ehrlich sein. Zweitens, man muss den Kapitalismus verstehen, um die Demokratie zu retten. Und drittens, ich dachte, ich muss aber auch schreiben, dass dieses System auf Dauer nicht funktioniert, dass aber einfach die Transformationsforschung fehlt. Also warum soll ich denn, wenn niemand forscht, die Antwort haben? Ich glaube, dass einem das klar sein muss als Gesellschaft, dass man volle Kanne gegen die Wand fährt und keiner sich mit diesem Bremsweg beschäftigt. Ne? Ja, jetzt haben wir noch eine Frage. Genau. Also apropos, man könnte doch auch zum Beispiel gucken, in Island hat ja niemand geholfen und da war auch eine Finanzkrise ganz energisch und groß. Nur ist das ein kleines Völkchen, es sind ganz wenig und zufällig hat ein Komiker dann noch die Regierung übernommen, die Kabarettist war, glaube ich. Und die Diebe hatten gar keine Lust mehr zu klauen und die sozialen Leute waren also ganz eifrig dabei. Irgendwie hat sich das zurechtgeruckt, weil die Menschen zusammengehalten haben dann. Ja, okay, jetzt das sind jetzt so viele Fragen, jetzt hören wir auf, jetzt fange ich mal mit Island an. Weil meine Sicht der Dinge auf Island ist völlig anders. Also die Isländer haben es geschafft, sich da als das ganz große Opfer darzustellen. Ja, das ist aber Unsinn. Da sind 230.000 Leute, die haben diese Regierung gewählt, die dann drei große Banken aufgeplustert hat. Sie haben dann ganz viel Geld aus dem Ausland aufgenommen. Mit diesem Geld hat sich jeder Isländer ein schönes neues Haus hingebaut. Ne? Und dann waren sie hinterher pleite. Das war dann aber angeblich die Schuld des Auslandes. Ne? Jeder Isländer tut so, obwohl die viele von ihnen in der Bank gearbeitet haben und alle haben diese Regierung gewählt, jeder Isländer tut jetzt so, als sei er nicht dabei gewesen. Und als sei auch das schöne Haus, in dem er wohnt, irgendwie vom Himmel gefallen. So, und das Beste, was die Isländer gemacht haben, ist ja, es wurden nur die Ausländer enteignet. Wenn ein Ausländer Island-Kredit gegeben hat, dann wurde gesagt, ja, das können wir leider nicht zurückzahlen. Es gab natürlich auch Isländer, die Guthaben hatten. Ja, die wurden aber alle gerettet. So, ich habe das jetzt nur als Steilvorlage genommen. So, jetzt ist natürlich völlig klar, und da gebe ich Ihnen ja recht, es gab keine andere Möglichkeit, Island musste pleite gehen. Die hatten Kredite in der Höhe von 1000% ihrer Wirtschaftsleistung aufgenommen. Das konnten die nicht zurückzahlen. Es war jenseits der Möglichkeiten. Insofern war es richtig, dass sie dann auch gesagt haben, okay, wir zahlen nicht mehr zurück. Aber man sollte jetzt nicht so tun, als sei das jetzt ein kleines, armes Land von aufrechten Wikingern. Sondern und dann hatten sie eben einen Vorteil. Sie hatten zwei Vorteile, die sozusagen Island einmalig machen. Das eine ist das, was Sie erwähnt haben. Es ist ein wirklich kleines Land, 230.000 Einwohner. Ich weiß nicht, wie viele Leute Kassel hat. Ja, das heißt, sogar, genau, auch irgendwie so groß wie Kassel. Ich meine, jetzt, das kann man sich ja sofort vorstellen, egal was Kassel auf dieser Welt anstellt, nicht? Die Welt wird es verkraften. Ja, das läuft so. Also erstens ein wahnsinnig kleines Land. Ne? Und zweitens hatten sie dann die isländische Krone, eine eigene Währung, und konnten einfach abwerten. Ende der Durchsage, man war wieder wettbewerbsfähig und fertig. So, aber schon, dann wird ja immer gesagt, ja, aber Irland hätte das auch machen müssen. Ja, das ist eben, ging eben nicht, denn erstens war Irland schon mal 20 Mal so groß wie Island und zweitens waren sie im Euro, das heißt, sie hätten gar nicht abwerten können. So, natürlich ist Quatsch, dass jetzt Irland und Griechenland und so diese ganzen kleinen Schuldnerstaaten da irgendwie mit ihren Schulden rumhamstern. Und der richtige Weg wäre ab mit den Schulden zur EZB, da würden sie nicht mehr auffallen. Ja, das wurde, aber das wird jetzt so. Aber erstmal Island ist sozusagen ein absoluter Sonderfall, aber nichts, sehr amüsant, inklusive des Kabarettisten. Aber das kann man nicht als sozusagen Normalfall, ja, als Modell feiern, genau. Jetzt gehen wir von vorn los, wurde gesagt, ja, hier Bangladesch, da verdient man 1,50 €, um den deutschen Plastikmüll zu sortieren. Das, ja, und das ist ein Skandal. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die dahinter liegt, die ist ja interessant. Warum verdienen die Leute in Bangladesch 1,50 € und warum verdient man hier pro Stunde im Durchschnitt 20 €? Oder, also, ich meine, der deutsche Durchschnittslohn, müsste man jetzt mal überlegen, ist brutto 40.000 € im Jahr. So, jetzt müsste man das mal umlegen, habe ich jetzt mal so grob gesagt, okay, das sind 20 € pro Stunde, aber vielleicht stimmt das nicht. Ist ja auch egal, jedenfalls hier wird 20 Mal mehr verdient. Warum? Und, oder warum kommt Bangladesch auch nicht raus aus der Armut? Denn letztlich leben die ja von Textilfabriken, die eine Technik benutzen, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die elektrische Nähmaschine ist im 19. Jahrhundert erfunden worden. Und weiter ist Bangladesch bis heute nicht gekommen. Warum nicht? Und da ist eben wieder wichtig, das mit den Löhnen zu verstehen. Die Löhne in Bangladesch sind so niedrig, eben 1,50 €, dass sich teure Maschinen da nicht lohnen. Und die kommen da auch gar nicht erst hin. So, und dadurch sitzt man in so einem Teufelskreis fest. Und der einzige Weg, aus diesem Teufelskreis noch rauszukommen, wenn man ein armes Land ist wie Bangladesch, ist, dass ein Staat genau das macht, was China macht. Also absolut abriegeln, Zölle hoch, Devisenkontrolle, und dann wird mit staatlichen Mitteln eine Industrialisierung geplant. Jetzt viele Leute denken ja immer, das ist ja komisch, ein Staat kann den Kapitalismus planen. Aber das ist gar nicht komisch, denn das haben die Deutschen im 19. Jahrhundert auch gemacht. Also wenn man versteht, dass Kapitalismus und Staat zwei Seiten einer Medaille sind, dann kann man auch verstehen, wie so ein Staat einen Kapitalismus organisieren kann. Aber das muss man eben jetzt machen, wie China das gemacht hat. Aber das Problem ist natürlich, für Bangladesch jetzt wieder gesehen, das kann man nur noch machen, wenn man einen riesigen Markt hat. Nicht die Technik, also ich meine, im 19. Jahrhundert, als die Deutschen dann irgendwie versucht haben, den englischen Fortschritt nach Deutschland zu holen, indem man alles geklaut hat, da musste man ja nur kleine Webstühle klauen. Das hat ja noch irgendwie jeder hingekriegt. Nicht? Und, ja, und dann brauchte man auch keine großen Fabriken oder so. Aber wenn Sie heute als China, sagen wir mal, eine Automobilindustrie aufziehen wollen, dann muss die ja konkurrenzfähig sein mit der Automobilindustrie hier in Europa. Das heißt, da brauchen Sie irre Produktionsanlagen und letztlich auch einen irren Markt. So, die Chinesen mit ihrer 1,3 Milliarden sind optimal ausgerüstet. Und die Inder könnten den gleichen Trick auch durchziehen. Aber Bangladesch hat schon irgendwie ein Problem, weil sie zu klein sind. Und noch schlimmer ist es natürlich für Länder wie Mali mit 15 Millionen Einwohnern. Die können jetzt gar nicht mehr sagen, also was eigentlich sinnvoll wäre, ja, wir schotten uns hier ab und dann gucken wir mal selber weiter. Ne, weil die Skalenerträge, technisch gesagt, die man jetzt braucht, sind schon viel zu hoch. Ja? Ja, das wäre natürlich schlimm, wenn Länder, die wie China jetzt dem Kommunismus abschwören, auf der anderen Seite den Kapitalismus sehr erfolgreich betreiben, dann hätten Sie ja gar nicht recht mit der Behauptung, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen keinen Kapitalismus, denn der geht irgendwann mal Bach runter. Und genau loben Sie jetzt die Chinesen darüber, dass es denen so in den letzten Jahren wahnsinnig bergauf ging. Achso, ja, jetzt muss ich vielleicht nochmal was zum Kapitalismus sagen. Denn das kam ja auch schon häufiger vor. Steht hier auch schon auf meiner Liste. Ja, anders als Sie wahrscheinlich, sehe ich den Kapitalismus nicht nur negativ, sondern der Kapitalismus hat auch viele Sachen hervorgebracht, an die wir uns jetzt alle gewöhnt haben und die wir positiv finden. So, und ich erzähle jetzt nur mal ein paar Sachen auf. Also, die Demokratie. Es ist wirklich so, erst ist der Wohlstand gestiegen in Europa, dann kam die Demokratie. Gleichberechtigung der Frauen, eine reine Folge des Wohlstands. Gleichberechtigung von Behinderten oder von, also das kann man alles noch verbessern, aber überhaupt, dass es so eine Idee gibt. Gleichberechtigung von Homosexuellen, erst der Wohlstand. Bildung, was ja vorhin kam, dass inzwischen ungefähr 50% der Kinder auf die Universitäten gehen, ist eine Folge des Wohlstandes. Das heißt, was? Lebensalter. Steigen natürlich dann hier, dass die Lebenserwartung steigt, und zwar pro Jahr um 3 Monate. Das ist auch einfach irre. Das hat alles mit dem Wohlstand zu tun. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, das ist ein ausbeuterisches System, das will ich jetzt wieder abschaffen, denn dann würde man ja diese ganzen positiven Effekte auch alle über Bord werfen. Deswegen bin ich ja dafür, ihn eher eben politisch zu steuern. Und da gab es ja auch noch Fragen zu, statt ihn jetzt also abzuschaffen. Insofern sehen Sie mich dann immer als Verteidiger. Also ich sehe ja, dass das Ende kommt, aber ich finde, man muss eben genau wissen, was man aufgibt und wie schwierig der Übergang ist. Ja, dann kam die Frage Gier. Ja, natürlich ist Gier eine menschliche Motivation, aber die ist nicht neu. Also wenn Sie die Bibel lesen, dann stellen Sie fest, dass es da auch schon immer um Gier geht. Das heißt, dass es jetzt um diese Wirtschaftsformen zu analysieren, oder voneinander zu trennen, ist das nicht so hilfreich. Obwohl man sich natürlich als Gesellschaft überlegen muss, wie baue ich, also wie verhindere ich, dass Menschen ihre Gier ausleben können. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn wir den Kapitalismus abschaffen würden, die Leute nicht mehr gierig wären. Dann kam der Hinweis, der sehr, sehr wichtig war hier vorne, ja, der einzelne Unternehmer denkt ja betriebswirtschaftlich. Und das ist oft das Gegenteil von Volkswirtschaft. Am besten sieht man das bei den Löhnen. Jeder einzelne Unternehmer denkt bei Löhnen ja nur, oh Gott, das sind ja alles Kosten. Gleichzeitig, das wissen Sie aber, sind die Löhne die Nachfrage in einer Wirtschaft. Und zwar die wichtigste Nachfrage. Nicht? Also die Löhne machen 60 bis 70% der Nachfrage in einer Volkswirtschaft aus. Das heißt, das geht nicht, die zu senken, dann bricht der Laden zusammen. Das merkt aber kein einziger Unternehmer von selbst. Das heißt, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft sind komplett getrennt. Und deswegen braucht man auch einen Staat, ne, der ständig daran verhindert, dass die Unternehmer, die nur sich selbst sehen, alles in den Abgrund reißen, und zwar auch sich selbst. Ja, nicht nur die anderen, sondern sie, wenn das kollabierte System, machen die auch keine Gewinne mehr. Ja, dann kam nochmal das Thema Klimawandel. Ach nee, da kam hier das Thema, ja, viele würden ja das Umweltproblem nicht richtig ernst nehmen oder seien nicht informiert. Also mein Eindruck ist ein ganz anderer. Mein Eindruck ist, tatsächlich haben jetzt irgendwie alle verstanden, dass es den Klimawandel gibt, also auch konservative Parteien. Es ist ja nicht so, dass das, zumindest in Europa, wird das ja nirgendwo mehr geleugnet, das wissen irgendwie alle, dass es das gibt. Ja, in den USA gibt es eben, aber das ist eben auch so ein Teil der Ahnungslosen, nicht? Also, wenn man dann... wenn Sie jetzt, das erinnert an die DDR. Nee, aber ganz im Ernst, das meine ich nicht als Witz, das erinnert an Dresden. Also wenn Sie dann irgendwie in Kansas sind, also irgendwo in der Mitte, da treffen Sie nur Leute, die waren noch nie woanders, also auch noch, nee, die waren noch nicht mal in Kanada, so. Die lesen keine Zeitungen, die gucken nur Fox News ja, da weiß man hinterher nichts. So, aber gut, das ist aber jetzt eine... aber das ist jetzt eine Abweichung, aber die meisten, die irgendwie, würden das ja gar nicht mehr leugnen, aber das ist ja genau das, was ja nur zeigt, wie groß das Problem ist. Also jeder weiß, dass es Klimawandel gibt, dass die Meere übersauern und so weiter, dass die Wüsten sich ausbreiten, das weiß jeder, und es geschieht genau gar nichts. Jetzt kann man natürlich sagen, und meine Meinung zu dem Thema ist eben, dass eigentlich alle ratlos sind, was jetzt genau geschehen sollte. Das Problem ist tiefliegender, als zu sagen, es hat nur keiner Lust. Und das ist eigentlich schon ziemlich lange zu beobachten in Deutschland. Zum Beispiel war ich auch in meiner Jugend, das ist ja nun auch schon lange her, Mitglied beim BUND, bin ich immer noch, aber damals habe ich eben dann auch... Genau. Ja, damals habe ich Straßenstände gemacht, das war so 1984, ne? um die Leute aufzuklären, dachte ich, ist wichtig, die müssen alle wissen, dass die Umwelt stirbt. Aber habe ich festgestellt, das wissen alle schon. Das ist also so der reine Straßentisch, Informationstisch war irgendwie sinnlos. Ne? Schon damals war diese Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Achso, dann kam jetzt Wandel. Eine ganz andere Frage zu, achso, die Vermögen habe ich ja auch ausgelassen, dazu gab es zwei Fragen. Natürlich ist die Vermögenskonzentration ein Skandal, ist völlig klar. Also auch hier in Deutschland ist es so, das oberste 1% hat 33% des Volksvermögens. Man weiß es aber nicht genau, es gibt keine Statistiken. Es ist auch kein politischer Zufall, dass es keine Statistiken gibt, das ist gewollt. Wenn man jetzt aber, also ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht, da geht es nur um diese Ungerechtigkeiten. Aber wenn man jetzt, also ich bin absolut dafür, Spitzensteuersatz hoch, Kapitalertragssteuer hoch, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Also das ganze Attac-Programm. So, aber wenn man das jetzt systemisch sieht, das führt auch zu der Frage mit dem Grundeinkommen. Wenn man jetzt das Einkommen gleicher verteilen würde, wäre der Effekt wahrscheinlich nur, dass das Wachstum noch schneller ginge. Ja. Nicht? Also, weil natürlich, also kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern mehr Geld geben würde, wofür ich absolut wäre, also im Sinne eines vernünftigen Grundeinkommens, ja, die würden natürlich alle als erstes ins Restaurant gehen. Was man ja nicht verdenken kann, denn da waren sie ja in den letzten 5 Jahren auch nicht. Also es gibt ja, zumindest bei den Leuten, die im Niedriglohn sind, und das sind ja ungefähr 30%, da gibt es ja riesiger Stau an Konsumwünschen. Die dann natürlich, ja, wie gesagt, also die würden alle erstmal ins Restaurant gehen und dann würden sie auch mal Ferien machen. Es gibt ja viele Deutschen, die sich keine Ferien leisten können. Das heißt, das Geld würde ausgegeben und Nachfrage produzieren und damit Wachstum. Also sozusagen das Grundeinkommen wäre jetzt kein Weg, um den Kapitalismus zu überwinden. Also das sage ich nur, weil manchmal die Leute das denken, obwohl ich total fürs Grundeinkommen bin. Das wäre sozusagen, aber auch das wäre ein Teil des Systems, dass wir keinesfalls System. Ja, da müssen wir ja noch mehr exportieren, damit wir noch mehr Geld haben. Im Kapitalismus ist das so, Sie müssen nur selber konsumieren, dann läuft der Laden. Statt dass andere konsumieren, konsumieren Sie besser selber. Ja. Ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ach, die Targetzahlen. Also Targetzahlen ist ganz, ganz technisch. Die Targetzahlen ist eigentlich nur, da kann man sehen, wie der Zahlungsverkehr zwischen den Banken, also anders gesagt, die Targetzahlen laufen bei der EZB auf und sind eine buchhalterische Größe bei der EZB. Und was man da sehen kann, ist, wie der Zahlungsverkehr zwischen den Banken läuft. Also wenn zwischen den Banken in Europa der Zahlungsverkehr gut läuft, also die sich auch gegenseitig Kredite geben und so, dann hat man praktisch keine Targetzahlen. Wenn aber plötzlich, und das ist ja passiert in der Eurokrise, die Banken sich untereinander in Europa kein Geld mehr leihen. Also nach dem Motto, eine deutsche Bank gibt keiner einzigen portugiesischen Bank noch einen Kredit, ne? Nach dem Motto, nein, danke, wer weiß, ob die pleite gehen. Und gleichzeitig hat man aber, das war ja dann die andere Bewegung, also aus Deutschland floss kein Geld mehr in den Süden, nach dem Motto, dann ist es ja weg. Und aus dem Süden kam alles Geld zurück nach Deutschland. Also wenn Sie ein Grieche sind oder ein Italiener und plötzlich haben Sie das Gefühl, diese Eurozone könnte demnächst auseinanderbrechen, dann gibt es nicht mehr 1 Euro, sondern dann gibt es 18 Euros. Dann gibt es nämlich unsichere Euros und sicherere Euros. Und dann denkt sich doch jeder Grieche, also ich schaffe jetzt mein Geld, oder den Italiener, mein Geld nach Deutschland. Da ist mein Euro sicher. So, also macht er aus dem italienischen Euro einen deutschen Euro. Das ist alles gar nicht vorgesehen in der Währungsunion, aber praktisch macht das jetzt so. So, also auf dem Höhepunkt der Krise, die ging von Juli 2011 bis August 2012, hatten eben im Süden alles das Gefühl, Gottchen, wir wissen ja nicht, wie lange wir noch im Euro sind, also müssen wir unser Geld nach Deutschland schieben. So, das ist natürlich so, sie heben Geld bei ihrer Bank ab, in Italien beispielsweise, Unicredit oder so, und schicken das Geld dann zur Dresdner Bank in Deutschland. So, von Deutschland fließt aber gar kein Geld zurück. Ne? Das heißt, wenn man das jetzt so hätte gewähren lassen, dann wäre der Euroraum innerhalb von einem Tag zusammengebrochen. So, also wird das ausgeglichen durch Geldströme der EZB. Und das konnte man dann in den Target-Zeilen eben sehen. Sie hatten, glaube ich, noch nicht auf meine Fragen so. Achso, Entschuldigung. Ja, es ist gut, dass Sie sich da nochmal beschweren. Inflation, ja. Deflation und überhaupt Banken in den privaten Händen sind, ist ja keine im Staat. Achso, ja, gut, ja, das habe ich. Ja, genau, das ist mir entschwunden. Und auch wegen Bewusstsein, also Referenzrahmen, wenn die Politik und die Medien und auch an der Uni wird meistens nur das System, wo kommt das Neue her? Also das waren so zwei. Achso, nee, lieber war das. Ja, das stimmt. Das hat, ich habe nur Ihre Vermögensfrage beantwortet und dann habe ich sie, ja. Also. Das Problem, also Ihre Frage geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Also was, wenn man sich, was ich Ihnen erklärt habe, ist, dass Geld entsteht dadurch, dass es Kredite vergeben werden. So, Kredite werden vergeben von Banken. Das heißt, die Banken sind diejenigen, die das Geld schöpfen. Also es ist nicht so, ich meine, Sie haben jetzt alle Münzen im Portemonnaie und irgendwie auch Geldscheine, die werden vom Staat gedruckt letztlich. Aber die Girokonten, das sind 80%. Des Geldes werden ja von den Banken verwaltet und hergestellt. Das heißt, private Institutionen, die Banken, haben eine volkswirtschaftliche, öffentliche Aufgabe, nämlich stellen das Geld her. Und was noch besser ist, damit machen sie einen Extragewinn. Denn das Geld schöpfen sie ohne jede Arbeit, ne? Das muss man ja nur buchen. Man vergibt einen Kredit, aber auf den Kredit, den man aus dem nichts bucht, ne? Nichts gemacht, einen Kredit gebucht, verlangt man dann Zinsen. So, da kann, das heißt, das ist die sogenannte Seniorage. 16 Milliarden Euro Extragewinn pro Jahr ungefähr für die Banken. So, jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für ein Skandal? Das muss man jetzt irgendwie ändern. So, und da gibt es auch sehr viele Ideen, wie man das alles ändern kann, das will ich jetzt nicht erklären. Aber die leiden alle an einem zentralen Problem. Und das wurde ja schon irgendwie klar mit der Geschichte von Mesopotamien. Geld ist etwas, was aus dem Innersten der Gesellschaft entsteht. Also Geld, das müssen Sie sich vorstellen, die Sprache, das ist ein Kommunikationsmittel. Und es kann alles Geld sein. Nicht nur die Girokonten, sondern zum Beispiel, so, das wird jetzt zum Beispiel diskutiert, sowas wie PayPal. Ist das auch schon wieder letztlich eine Form von Geld. Ist einfach sozusagen, wird da einfach schon mal wieder hergestellt. Oder die Leute haben auch, das wissen Sie, in Notzeiten werden auch Zigaretten zu Geld. Es war Wechselwarengeld. Die Wechseln wurden auch einfach zwischen zwei Kaufleuten ausgestellt im Mittelalter. Die haben Wechsel hergestellt, so schnell konnte man gar nicht gucken. Das heißt, diese Idee, dass man von oben ein Geldsystem als staatlich komplett kontrollieren könnte, ist sehr schwierig. Deswegen ist die Idee, dass es Banken machen, vielleicht gar nicht so falsch, weil die Banken ja auch wissen, wohin sie die Kredite vergeben und das kontrollieren. Ich will das nicht bis ins Letzte, wenn man über das Geldsystem reden wollte, bräuchte man hier eine ganze Woche, deswegen will ich das jetzt nicht ausdehnen, aber das sollte man einem klar sein, dass Geld immer von unten aus der Gesellschaft selbst kommt. Und deswegen sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist. Ja, ist das Problem Staatsverschuldung? Ist auch ein interessantes Thema und ist auch anders, als man sich das denkt. Also das sieht man auch wieder in Deutschland im Augenblick. Es ist so, die private Haushalte sparen in der Summe. Privathaushalte sparen eigentlich immer. Also es gibt einige Leute, die nehmen Kredit auf, um ein Haus zu bauen und so, aber die meisten sparen. Weil sie für die Rente vorsorgen wollen, Ausbildung ihrer Kinder, sonst was, Arbeitslosigkeit, Haushalte sparen. So, neuerdings sparen auch die Unternehmen in Deutschland. Die machen mehr Gewinne, als sie investieren. So, jetzt, wenn dann schon zwei Sektoren sparen, und Geld zur Bank tragen? Schrecklich, genau. Dann muss der Staat eigentlich dieses Geld wieder von den Konten räumen und investieren, weil sonst das Geld auf den Konten verschimmelt. So, jetzt wissen Sie aber, was in Deutschland beschlossen wurde, eine Schuldenbremse. Nicht? Also Schäuble ist ganz stolz, dass er auch spart. Berlin spart auch schon. Ich meine, selbst Berlin spart schon. So, und das heißt, wir haben jetzt hier ein Land, da sparen alle Sektoren und keiner darf sich mehr verschulden. Das kann nur eins bedeuten, das Geld, das Vermögen wird vernichtet. Und genau so ist es. Das Geld, also es gibt einen kleinen Umweg, das Geld wird erstmal ins Ausland transferiert, denn da werden Kredite ins Ausland vergeben, das muss man ja machen, um den Exportüberschuss zu finanzieren und im Ausland will man auch deutsche Kredite und dann ist das Geld irgendwann weg, weil die Leute diese Kredite nicht zurückzahlen können. Und dafür gibt es auch hier schon jede Menge Statistiken, das wird ja natürlich auch schon untersucht, nicht von mir. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat zum Beispiel herausgefunden, dass zwischen 2006 und 2012 schon mal 600 Milliarden Euro deutsches Vermögen im Ausland verschwunden und vernichtet worden sind. Das sind unglaubliche Summen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Pappenstielchen. So, das heißt, auch da wäre es schlauer, der deutsche Staat verschuldet sich, um in die Bildung zu investieren oder in die Infrastruktur, statt dass man das als Exportüberschuss ins Ausland schickt und da ist es dann weg. So, jetzt sagen manche dann, völlig zu Recht, ja, das ist doch ein bisschen blöd mit der Verschuldung, weil dann ist es ja so, letztlich müssen alle Steuerzahler diese Verschuldung zahlen, aber nur die Vermögenden profitieren davon. Nicht, denn es ist ja letztlich deren Geld, das der Staat dann aufnimmt. Oder es ist deren Geld, das auf den Konten lagert, völlig sinnlos, das wird dann weggenommen und sozusagen dann durch Staatsverschuldung auch noch gerettet und dann kriegen sie dafür Zinsen. Das kann doch nicht wahr sein. So, die Alternative wäre, genauso gut, man besteuert die Reichen. Man sorgt also dafür, dass ein Teil dieses Geldes eher von den Konten kommt. Aber da ist ja die Tragik, also ich bin natürlich sehr dafür, Attac ja auch, aber man muss halt so Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit der Deutschen das nicht will. Also die SPD und die Grünen hatten gute Steuerkonzepte, die Linkspartei sowieso. So, aber das war nicht die Mehrheit. So, sondern die Mehrheit hat AfD, CDU und FDP gewählt. Also FDP ist nur noch 3%, aber trotzdem zu dritt sind dann diese Parteien über 50% gekommen. So, und dann würde ich sagen, also wenn man Steuern politisch nicht durchsetzen kann, dann ist es immer noch besser, eine Staatsverschuldung zu haben, als gar nichts zu machen. Ja. Jedenfalls ist Staatsverschuldung besser als das, was jetzt kommen wird. Als nächstes, Sie haben ja sicher schon von dieser Investitionskommission da bei Gabriel gehört. Ne? Und das werden ja alles die sogenannten PPP-Projekte sein, also Private-Public Partnership. Und das läuft natürlich so, letztlich nimmt der Staat die Schulden auf. Aber es geht den Umweg über private Finanziers. Und das einzige Resultat wird sein, dass die Zinsen, die am Ende der Steuerzahler zahlen muss, höher sind, als wenn sich der Staat direkt verschuldet. Aber natürlich wird wieder geht es angeblich um Markt. Ne? Die Privaten, das ist die Marktwirtschaft, deswegen sind sie ja besser. Aber am Ende zahlt der Steuerzahler. Es ist so irre, dass, ja, na gut, jetzt höre ich erstmal. Ein Einwurf. Ja, ein Einwurf. Ist es nicht so, dass diese schwarze Null eigentlich dazu dient, diese PPP-Projekte, also diese Privatisierung von staatlichen Leistungen durchzusetzen? Ja, genau. Ja, sehr schön, noch viel schöner formuliert, genau. Nochmal. Nochmal sagen, ganz laut. Er hat gesagt, ja, ob die schwarze Null, also dieses Verschuldungsverbot, nicht einfach nur ein Mittel wäre, um eben diese PPP-Projekte, also diese scheinbaren privaten Initiativen politisch durchzusetzen und damit eben letztlich die Großkonzerne zu subventionieren. Und das stimmt genau. Jetzt ist der Herr rechts, nein, das ist der Herr rechts neben der... Ja, na gut. Also... Mir geht es auch so, wie die meisten wohl hier, ich habe Ihren Vortrag sehr genossen. Aber. Besonders genossen habe ich Ihre Hassliebe zu dem Kapitalismus. Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Und das geht ja uns meistens so. Wir haben so eine Hassliebe zu diesem Kapitalismus. Und weniger genossen habe ich Ihr Klagelied. Es fehlt an Transformationstheorie, das treibt sie ja auch offenbar um. Gesetzt den Fall, die Volkswirte machen sich jetzt an die Arbeit und entwickeln so eine Transformationstheorie. Glauben wir denn im Ernst, wenn wir wissen, wie der Kapitalismus entstanden ist und wenn wir wissen, welche Erfahrungen wir mit den Transformationen in die Zentralverwaltungswirtschaft gemacht haben, dass eine Transformationstheorie uns helfen würde, glauben Sie das denn auch? Also wir brauchen Konzepte im Sinne der Kreislaufwirtschaft und so weiter, wie es weitergehen könnte. Aber wie die Transformation sein wird, ist doch gar nicht so sehr ein wirtschaftliches Problem, sondern das haben Sie ein bisschen ausgeklemmt, es ist doch ein psychologisches Problem. Wir haben insgesamt alle eine eigentlich sehr hohe Akzeptanz zu diesem kapitalistischen System. Und wie man diese Akzeptanz insgesamt, nicht nur bei den profitorientierten Unternehmern, die müssen ihre Kapitalakkumulation machen. Das haben Sie ja angedeutet. Das Kapital muss sich akkumulieren, wir müssen Wachstum machen. Und das Zusammenbrechen des ganzen Systems wird der ökologische Zusammenbruch sein. Das wissen wir alle und trotzdem akzeptieren wir das System. Also brauchen wir Transformationstheorien, vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, die in die Richtung gehen, wie können wir denn, das ist ja von mehreren angesprochen worden, wie können wir denn diese Akzeptanz überhaupt als Möglichkeit irgendwie fördern? Ja? Also, was kommen wird, das haben Sie auch angedeutet, sind desaströse Zusammenbrüche. Wir werden mehrere Krisen erleben. Und in diesen Krisen dann die Möglichkeit ist sehr groß, wird es politische Konvulsionen geben. Und diese politischen Konvulsionen, die müssen wir abfedern. Und das ist ein psychologisches Problem. Ja, okay. Achso. Also, Frau Hallmann, Sie haben gesagt, die guten Bereiche, die der Kapitalismus bewirkt hat, Gesundheitsvorsorge, Lebenserwartung und so, Bildung und so weiter, die haben sich ja nach meiner Kenntnis nur auf die hochindustrialisierten Länder ausgewirkt. Bangladesch, Mali, alle die Länder, die Sie erwähnt haben, selbst Indien, diese haben ja auch ein kapitalistisches System und trotzdem sind sie nicht so weit gekommen wie Kanada oder Deutschland oder die USA. Warum kommt denn dort der Kapitalismus nicht so zum Zug, wie er in den hochentwickelten Ländern gekommen ist? Ja, das würde ich gerne sofort erklären, weil das ist, glaube ich, da machen wir weiter mit den Fragen, weil das... habe ich, glaube ich, nicht richtig gut genug erklärt und das rührt ins Zentrum. Also das versteht man auch wieder, wo das Problem ist, am besten historisch. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Also ich habe ja erzählt, 1760 hat England angefangen, seine Textilindustrie zu mechanisieren. Und die hatten einen enormen Vorsprung gegenüber Deutschland. Bis 1840 waren die Engländer faktisch ungeschlagen. Aber natürlich hat Deutschland trotzdem versucht, irgendwie auch eine Textilindustrie aufzubauen. Und zwar wirklich mit dem Prinzip Plagiat. Es wurde einfach alles aus England gestohlen. Also die Dampfkraft. Kaum hatte man gehört, dass die da jetzt Dampfkraft machen, hat Friedrich der Große da schon einen Bergassessor hingeschickt, damit er sich das mal anguckt. Ne? Und Friedrich der Große war keineswegs der Einzige, sondern alle Monarchen und Fürsten haben sofort Leute nach England geschickt. Gar nicht jetzt, weil sie Interesse am Kapitalismus hätten, aber spätestens seit Cicero wusste ja jeder, dass Krieg durch Geld entschieden wird. Nicht, dass die Wirtschaftsmacht entscheidet, wer als Sieger vom Feld geht. Das heißt, das konnte man auf keinen Fall zulassen als König, dass die sich da industrialisieren und man selber in die Röhre guckt. Also haben sie da alle Spione hingeschickt, der ganze Kontinent war in England auf Spionage. Umgekehrt gab es natürlich Exportverbote für englische Maschinen, hat aber niemanden interessiert und es kam alles nach Deutschland. Und in Berlin zum Beispiel, nur damit Sie sehen, wie das dann lief, hat man ein Gewerbeinstitut gegründet, das war staatlich vom König und da wurden dann die geklauten Maschinen reingestellt, damit sich die jeder angucken kann, die wurden auch kopiert und überall hin verteilt. Ne? Und zum Beispiel in Wuppertal, diese Textilindustrie, die es dann da gab, nicht? Berühmt ist natürlich die Familie Engels, mit Friedrich Engels als berühmtestem Sohn, die haben natürlich auch mit Maschinen vom preußischen Staat angefangen, nicht? Und auf diese Weise, um auf den Engländern Konkurrenz zu machen. Aber das mit der Textilindustrie lief alles ziemlich schleppend und langsam und der Durchbruch der Deutschen, wenn es darum ging zu klauen, war bei der Lokomotive. 1830 fuhr die erste Bahn in England, die erste Personenbahn, 1835 hatte man schon hier in Deutschland die Strecke Fürth-Nürnberg aufgemacht. Also so schnell zu klauen, das ist eine echte Meisterleistung. Ja, ja, aber mit Physik und Klauen, das ist ein bisschen jetzt nee, genau, merkwürdig moralisiert. Nein, nein, nein. Ja, das finde ich allerdings auch. Die Naturgesetze, die sind nicht englisch original. Nein, nein, aber man hat natürlich die Technik geklaut, nicht die Physik. Nein, ich will ja nur sagen, nee, nee, aber das nein, ich will ja nur, nein, ich will das moralisch gar nicht verwerfen, sondern Ihnen nur klar machen, nur so, durch das Plagiat kann man aufholen. Und die Deutschen haben bis zur Stahlindustrie, Bessemer-Verfahren und so, alles aus England geklaut. So, und dann hatten sie den Anschluss an England bekommen und ab ungefähr 1870 haben die Deutschen nicht mehr geklaut, sondern selber geforscht. Also Optik, Autos, Chemie und so, Medizin, das kam aus Deutschland, Düngemittel, alles mögliche. Das kam nicht mehr aus England, aber bis zur Stahlindustrie, alles was da so wichtig war, hat man eben, sagen wir mal so, übernommen. Und genauso machen es jetzt die Chinesen, die klauen ja auch alles, ne? Noch. Und in 10 Jahren werden sie aber so weit sein, dass sie selber forschen. Nicht? Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Nobelpreisträger aus China kommt. So ist immer das Gleiche, man kann so lange klauen, bis man an der Spitze der Technik ist und dann muss man selber entwickeln, weil mehr ist ja nicht mehr da, was man klauen kann. So, aber jetzt gibt es ein Problem. Also als die Deutschen geklaut haben, da war der also im 19. Jahrhundert von England, da war der Produktivitätsunterschied zwischen England und Deutschland 1:2 und maximal 1:4. Also der technische Abstand war da, sonst hätte man ja nicht klauen müssen, aber er war sozusagen aus heutiger Perspektive klein. Wenn man jetzt sich anguckt, wie groß der Produktivitätsunterschied, sagen wir mal, zwischen Äthiopien ist oder Eritrea und einer Apple-Fabrik, dann sind das solche Welten. Man kann die einfach in der Apple-Fabrik nach Eritrea oder nach Bangladesch, also komplett, ne? Das kann man da gar nicht einfach. Wie soll denn Bangladesch eine Apple-Fabrik klauen? Da ist aber eine. Nur die Denker sitzen in Amerika. Ja, ja genau. Nein, so einzelne Fertigungen, ja. Aber sozusagen das gesamte Know-how, das reicht ja nicht, irgendwie eine ausgelagerte Fabrik zu klauen, sondern der Witz ist ja, man muss das Know-how komplett klauen. So, und das ist, da sind die Abstände jetzt so groß. Und die, nicht nur das, sozusagen die Abstände beim Wissen, sondern auch beim Kapital, das investiert werden muss, dass es für die Entwicklungsländer heute unendlich viel schwerer ist, aufzuholen, als es für die Deutschen im 19. Jahrhundert war. Das heißt, man kann es auch anders sagen. Der Kapital, das war eigentlich genauso, wie Sie es beschrieben haben, der Kapitalismus ist eine super Erfindung gewesen, nicht? Wegen, wie gesagt, Demokratiebildung, alles Mögliche hat man davon gehabt. Aber natürlich eigentlich nur der Westen. Und der Rest wird nicht mehr, entweder gar nicht mehr aufholen können, also es ist eigentlich nicht vorstellbar, wie Eritrea jetzt beispielsweise aufholen kann. Und die noch aufholen können, also wo man das staatlich steuern kann, wie China, die werden natürlich erleben, dass bevor sie jemals da angekommen sind, wo wir jetzt schon sitzen, die Rohstoffe leider weg sind. Ja, gut, jetzt habe ich ja eigentlich so mit dieser Replik, habe ich ja das ganze System mit den Fragen durcheinander gebracht. Ne? Und es gab noch welche, glaube ich. Da hinten war noch eine. Ja, also der Herr Schmuger, ja, aber erst, Entschuldigung. Ja, was können Sie denn offensichtlich nicht mehr? Ja, dann. Ich zu Wort, drei Fragen. Ich versuche es kurz zu machen. Die erste Sache, die mich noch interessiert, ganz grob ist vielleicht zum Thema Freihandelsabkommen Ihre Einstellung dazu. Ich will mal als Beispiel Afrika und Drittländer nehmen, die als Absatzmärkte im Rahmen der Freihandelsabkommen brutal bei den Zöllen und so weiter gedrückt werden, um als Absatzmärkte missbraucht zu werden. Zweites Thema, etwas scheinbar nebensächliches, aber ein kleines Problem für ein kleines Land, ein kleines Problem Griechenland. Gibt es auf EU-Ebene überhaupt eine Druckmöglichkeit, zum Beispiel die Steuerflüchtlinge, die im Transit 50 oder 100.000 Euro im Jahr verdienen und Millionenjachten haben, irgendwie zu packen? Nach deutschem Steuerrecht gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel von Steuerflüchtlingen und von Steuerschuldnern Vermögen einzuführen über dinglichen Arrest. Ich stelle mir so etwas auf EU-Ebene fantastisch vor, dann hätten wir nämlich das Geld, dass wir nach Griechenland pumpen, allein aus griechischen Vermögensmitteln. Das Dritte, was mich besonders bewegt, ist die Frage, was macht Bill Gates und andere Reiche? Die machen nämlich das auf andere Weise, was, unser Ludwig Erhard damals gemacht hat. Wenn Ludwig Erhard heute so arbeiten würde wie beim Lastenausgleich in den 50er Jahren, würde man ihn in irgendein Bankgebäude heute kreuzigen. Er hat über 30 Jahre verteilt, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, den deutschen Rahmen des Lastenausgleichs dem Vermögen in Deutschland 1,6% abgenommen, das waren rund 50% in 30 Jahren. Daran ist kein Deutschland zugrunde gegangen, sondern da wurden die Kriegslasten gleichmäßiger verteilt. Deutschland hat dadurch prosperiert. Und wenn man bedenkt, dass das Weltvermögen, wenn man den Weltreichenbericht ansieht, und das deutsche Vermögen in den letzten 25 Jahren sich verdoppelt hat, da wir die Armen aber immer ärmer über die Schere geworden sind, dann frage ich mich, warum machen wir es nicht wie Bill Gates oder von Politik wegen, nehmen wir über lange Frist den Reichen so viel ab, damit der Staat über die Schulden, die er dann nicht mehr hat, in dieser Größenordnung wieder investieren kann. Dann ist nämlich der Kapitalismus doch noch zu retten, denn ich glaube, da gebe ich Ihnen recht, dass der chaotische Tod des Kapitalismus für alle, vor allem für die Armen, grausam wäre. Da gibt es nämlich Krieg. Ja, dann ist es der Herr, dann sind Sie jetzt dran. Okay, ich habe eigentlich eine ganz kleine Frage, welche Rolle spielt in diesem ganzen System des Kapitalismus denn die Überbevölkerung? Das würde vielleicht dann auch zum Thema Thailand, Indien führen und halt auch vielleicht die Flüchtlingsproblematik. Hat die über das Problem der Humanität auch noch vielleicht eine Funktion innerhalb des Kapitalismus, dieser großen Migrationsströme? Ja, ich habe noch eine Frage zu China, weil das jetzt so oft schon gefallen ist. Und zwar noch lauter, okay. Es geht um China, und zwar habe ich halt auch erfahren, dass die Löhne in den letzten Jahren auch gestiegen sind in China und dass dementsprechend auch die Folge ist, dass viele Investoren halt auch sich umsehen nach anderen Ländern. Und ich habe auch erfahren, dass es zum Beispiel Afrika sein könnte, was als nächstes sozusagen in den Fokus geraten könnte. Ob Sie das bestätigen können oder was Ihre Prognose wäre, gerade in diesem Beispiel. Ja, ja. Zur Abwechslung war keine Frage, sondern ein Versuch von einer Antwort. Das ist die Transformation anbelangt, die Transformationsforschung, die sie einfordert. Ich bin nicht sicher, ob wir das brauchen. Es ist doch relativ klar vorhersehbar, wie sich die weitere Entwicklung abspielen wird. Über Klimawandel wird es dazu kommen, dass also große Teile der Weltbevölkerung irgendwann schlicht und ergreifend ersaufen werden. Es wird immer enger. Und die Leute, die heute über die Mittel verfügen, sind jetzt schon dabei, sich ihre Fluchtburg zu bauen, sich abzuschotten. Und damit ist klar, die, die übrig bleiben werden, werden praktisch bei Null wieder anfangen. Die gehen über los, sie haben ihre 4000 Mark und damit ist die ganze Mühle wieder erneut in Gang gesetzt. Also wir müssen uns da gar keine Gedanken machen, wir können eigentlich prima leben, wie es jetzt ist. Denn der Niedergang dieses Systems, der ist vorprogrammiert, da ändern wir nichts mehr dran. Es wird einfach so weitergehen, es wird den großen Krach geben, es wird schrecklich werden, wie einer der Herren eben gesagt hat, es wird Krieg geben, es werden die Länder, das Wasser wird steigen und am Ende bleiben ein paar wenige übrig und die fangen wieder neu an. Ja, also vielleicht machen wir ja bei dieser pessimistischen Ausblick jetzt einen Strich, oder? Also ich werde aber auf die anderen Fragen noch kurz eingehen. Also so stelle ich mir das in meinen pessimistischen Träumen auch vor. Dass wir eigentlich etwas erleben werden, was es schon einmal gab, natürlich in anderer Form, aber das antike Rom, das weströmische Reich, ist ja auch weitgehend spurenlos versunken. Also es gab dann die Völkerwanderung, die weniger militärisch war, als man sich das vorstellt jetzt, aber das Resultat kennen wir trotzdem. Im 6. Jahrhundert nach Christus wussten die Leute zwar noch, was ein Aquädukt ist und was das sollte, aber sie waren nicht mehr in der Lage, es aufrechtzuerhalten. Die ganze Infrastruktur des Weströmischen Reiches konnte nicht mehr betrieben werden, obwohl es nicht an Leuten fehlte, aber es konnte trotzdem nicht mehr betrieben werden. Die ganzen Bauten wurden zu Ruinen und das war's. Und zum Teil hat man eben Jahrtausende gebraucht, um das technische Wissen der Römer wieder zu erwerben und wieso sie so einen guten Zement hatten, dass man damit in Salzwasser Hafenanlagen bauen konnte, die bis heute überlebt haben, das haben wir ja immer noch nicht raus. Also jedenfalls kann eine ganze technische Infrastruktur versinken und genauso kann es natürlich auch mit dem Kapitalismus kommen, dass dann irgendwann Leute zwar noch wissen, dass es Computer gab, aber die nicht mehr betreiben können, weil die Ressourcen fehlen. Und irgendwann ist auch das Wissen weg, wie man so ein Ding repariert oder so. Das ist dann einfach ganz weg. Und dann fängt es wie auch immer wieder von vorne an. Das kann durchaus möglich sein, dass das das Ende des Kapitalismus ist. Aber die Radioaktivität ist nicht verschwunden. Mit der müssen dann die Nachkommenden auskommen. Ja, aber das Wissen, wie der Kapitalismus als soziales System funktioniert, auch das kann verschwinden. Das kann genau, dass man dann weiß, ja, die komisch, die haben alle investiert, aber warum eigentlich, das verstehen wir nicht mehr. Das kann trotzdem ja auch passieren. Ja, dann waren die Fragen, was ist mit den Freihandelsabkommen? Also alle Freihandelsabkommen haben tatsächlich den fundamentalen Fehler, dass von den Entwicklungsländern verlangt wird, dass sie die Zölle senken. Das ist Wahnsinn, weil die brauchen die Zölle ja als Schutz. Und es müsste den Entwicklungsländern, weil sonst werden sie von den billigen Industrieländern, billigen Industriewaren der westlichen Welt überschwemmt. Und es müsste jedem einzelnen Entwicklungsland erlaubt sein, seine Zölle selber festzulegen. Während umgekehrt die Industrieländer sagen müssten, bei uns gilt prinzipiell für jedes Entwicklungsland Freihandel. Also kein Zoll. Nicht? Und alles andere ist wirklich unfair. Dann wurde gefragt, ja, was können wir denn jetzt machen beim Thema Steueroasen? Ja, da haben wir natürlich in der EU das Problem, also es gab ja diese Luxemburg-Leaks, kennen Sie alle, nicht? Luxemburg bietet unter Großunternehmen praktisch Steuerbefreiung ab, dass ja alle Beschlüsse in der EU zu Steuerfragen müssen einstimmig fallen. So, und jetzt muss man sich einfach mal den Fall Luxemburg angucken, mit diesen 500.000 Leuten. Da ist nichts. Die haben, wenn man jetzt mal von der Finanzbranche absieht, marode Stahlwerke und ein paar Weinberge. Luxemburg, anders als die Luxemburger selbst glauben, ist ein wirklich armes Land. Und früher gab es da mal eben eine große Stahlindustrie, die ist dann abgewickelt worden, genauso wie auch im Ruhrgebiet die meisten Stahlwerke geschlossen haben. Das gleiche hat Luxemburg getroffen. Und 1970 waren noch 40% der Wirtschaftsleistung Stahl. Davon ist nichts mehr übrig geblieben, dann vielleicht noch 10% der Wirtschaftsleistung. Und dann haben sich die Luxemburger überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann kamen sie eben auf die Idee, Steueroase zu sein. Wobei der Witz an einer Steueroase ist ja nicht, dass man Steuern einnimmt. Nicht? Wenn man Apple 1% anbietet, dann wird man davon nicht reich. Sondern der Witz, dass man Steueroase ist, macht man, um die ganzen Banken anzuziehen, das Beratungsgewerbe, einen Teil von diesen Firmen. Nicht? Also man schafft nicht Geld mit den Steuern, sondern man schafft das sozusagen, man produziert Wirtschaftsleistung. Und jetzt ist es eben so, dass 40% der luxemburgischen Wirtschaftsleistung, also letztlich 40% der Arbeitsplätze in Luxemburg, hängen direkt an der Finanzbranche, die es nur gibt, weil Luxemburg eine Steueroase ist. Ich bitte Sie, wer würde denn eine Bank in Luxemburg eröffnen, wenn es da keine Steuerprivilegien gäbe? Was soll der Scheiß? So, und da Luxemburg existenziell an diesen Steuerprivilegien hängt, oder, wird es die nicht aufgeben. Und zwar null. Dagegen ist die Schweiz harmlos, nicht? Weil die Schweiz ist ja ganz anders strukturiert, ist ja ein Industrieland, hat Chemie, hat Pharma, hat Uhren, hat Tourismus, alles Mögliche. Ich meine, wer macht denn Urlaub in Luxemburg? Ja, ich meine, damit Sie das Drama mal verstehen. So, das heißt, die Schweiz könnte man dazu bekommen, die Steueroase aufzunehmen. Denn diese Finanzplatz macht 9% der Wirtschaftsleistung in der Schweiz aus und wahrscheinlich würden die Banken ja auch bleiben, wenn man jetzt die Steuern erhöht. Das heißt, der Verlust in der Schweiz wäre überschaubar. Das heißt, die Schweiz könnte man auch erpressen und alles möglich machen. Wie? Ich meine, die Schweiz würde ja schon einlenken, wenn Deutsche sagen würden, also empörte deutsche Bürger, nicht? Ihr klaut unsere Steuern, wir blockieren jetzt alle Autobahnen in die Schweiz mal für einen Tag. Ne? Ich meine, die Schweiz, ja, oder man könnte auch sagen, ja, also da könnte man auch die Daumenschrauben anziehen, doch Zölle machen und so weiter, ist ja nicht in der EU. Aber Luxemburg ist wirklich schwierig, weil Luxemburg will alle Privilegien unbedingt behalten und ist in der EU und kann alles blockieren. Und da wäre wahrscheinlich der eleganteste Weg, obwohl er natürlich nicht der sauberste ist, dass man die Luxemburger rauskauft. Also einfach sagt, okay, ihr kriegt jetzt über 20 Jahre so eine Art Strukturhilfe. Das heißt, da fließen Milliarden nach Luxemburg, ne, so als EU-Geld, aber dafür stimmt ihr jetzt allen Steuergesetzen immer zu. So, irgend sowas, ja. Denn ich meine, letztlich ist das Ganze ja ein schlechtes Geschäft. Also Luxemburg, also die einzigen Gewinner der jetzigen Situation sind ja die Großkonzerne. So, das heißt, es ist immer noch billiger, 20 Jahre lang Luxemburg zu erzählen, wisst ihr was, ihr kriegt von uns eine Subvention. Ist für alle immer noch billiger, als das nicht zu machen. Und wahrscheinlich müsste man auch die Iren rauskaufen. Weil das ist ja nicht ein ähnlicher Fall mit ihrer Unternehmenssteuer, die nur bei 12,5% liegt, versuchen sie auch die großen Firmen anzulocken. Wahrscheinlich, und die haben auch sonst nichts, die Iren. Also die Tatsache, dass sie Englisch können, ist nicht der Grund, warum da jetzt die Computerfirmen sitzen. Also, also das heißt, Das muss man, also da wäre ich pragmatisch so. So, dann hast du aber es führt natürlich zu interessanten Fragen. Zum Beispiel, Sie hatten ja noch gefragt, ja, wenn man dann endlich so eine Transparenz hätte über die Steuern und auch das Vermögen, dann könnten ja die Griechen sozusagen ihre Malaise, ihre Krise irgendwie selber oder ihre Schulden selber bezahlen. Das stimmt leider nicht. Also Griechenland ist leider objektiv komplett überschuldet. Das können Sie daran sehen, dass Griechenland jetzt ungefähr eine Staatsschuld von 300 Milliarden Euro hat und der reichste Grieche hat 6 Milliarden. Jetzt, ich habe nichts dagegen, jetzt dem mal 4 Milliarden zu nehmen, so nach dem Motto kleiner Beitrag. Ne? Aber dann hat Griechenland immer noch 296 Milliarden Schulden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die reichen Griechen Steuern zahlen, damit so ein Gefühl der Gerechtigkeit in der griechischen Gesellschaft wieder zustande kommt. Also sozusagen politisch, moralisch, sozial und so ist es total wichtig. Das will ich überhaupt nicht leugnen, aber zu denken, dass dann die griechischen Schulden weg sind, ist eben falsch. Sondern was die Griechen gemacht haben, ist eben, sie hatten, das war das griechische Wirtschaftsmodell, sie hatten über Jahre zwei Defizite. Ein großes Außenhandelsdefizit und ein großes Staatsdefizit. So, und diese beiden Defizite wurden mit ausländischen Krediten finanziert. So, jetzt diese ausländischen Kredite sind jetzt weg, weil kein Mensch mehr Griechenland Geld geben will. Und diese Kredite werden auch nicht wiederkommen. Die sind jetzt erstmal weg für die nächsten 30 Jahre in diesem Umfang. Und das Erstaunliche ist, ich war ganz oft in Griechenland, dass die Griechen bis heute das nicht verstanden haben. Dass der Punkt ist, dass die Kredite nicht mehr fließen. Und dass die auch nicht mehr fließen werden. Das, also jeder Grieche sagt dann, kann man auch verstehen, ja, aber ich habe doch gearbeitet. Und das stimmt ja auch. Es ist nicht so, dass die haben ja alle gearbeitet, aber dass diese Arbeit nur existierte, weil von außen Geld in den Staatshaushalt floss, der dann das sozusagen über Löhne weiterverteilt hat, das ist also bis heute bei den Griechen irgendwie noch gar nicht angekommen. Also meine Meinung zu dem Thema wäre, weil ich meine, das führt ja weit weg, aber natürlich muss man auch irgendwie ein Konjunkturprogramm für Griechenland machen. Es ist irgendwie, diese enorme Arbeitslosigkeit ist schwer, das ist gefährlich und man könnte es sich leisten und ja. Schuldenschnitt. Ja, Schuldenschnitt. Aber das ist, hier kommt Schuldenschnitt oder ab in die EZB, wir auch einen Schuldenschnitt. Nur das ist ja gar nicht das Problem. Das ist ja das, was Syriza denkt. Syriza denkt, wenn wir es irgendwie erreichen können, dass unsere alten Schulden weg sind, dann ist alles gut. Nee, da ist gar nichts gut. Denn das ist wieder das Problem, dass nicht in Prozessen gedacht wird, sondern immer irgendwie statisch. Das alte griechische Modell war, jedes Jahr kommen von außen Kredite. Das hat sozusagen die Wirtschaft wachsen lassen. So, jetzt ist das weg. Diese Kredite von außen kommen nicht mehr. Selbst wenn man die alten Schulden, den Berg, also es geht ja nicht nur darum, dass man Berg aufgeräumt hat, sondern der Witz des griechischen Modells war, der Berg muss ständig wachsen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir streichen den Berg, dann ist noch gar nichts gewonnen. Das heißt, das Einzige, was sich Syriza vielleicht denkt, aber ich habe noch keinen getroffen, der so weit geht, dass sie denken, okay, wenn wir die alten Schulden nicht mehr haben, dann können wir ja neue machen. Genau. Das könnte vielleicht sogar klappen, aber das wäre dann wieder sozusagen die Rückkehr in das alte Modell und das würde dann wieder irgendwann vor die Wand fahren. Das heißt, Griechenland hat ein wirkliches, tiefgreifendes, komplettes Strukturproblem. Man kann es auch noch härter formulieren. Es gibt gar kein Problem mit Griechenland, es gibt ein Problem mit Athen. In Athen und der Provinz Attika leben 5 Millionen Leute von insgesamt 10 Millionen Griechen. Und für diese 5 Millionen Leute in Athen gibt es eigentlich gar kein Geschäftsmodell. Nein, das muss man in dieser Härte sagen. So, und das muss man, und das ist aber jetzt, würde ich sagen, ein Problem wie das Ruhrgebiet oder so. Jetzt kann man nicht, das über 50 Jahre vom deutschen Staat finanziert wurde. Nicht? Die Kohlekrise begann 1958. Und irgendwie so ist auch Athen, also da braucht man einen Langfristplan und da muss man das irgendwie subventionieren, aus meiner Sicht. Also so ärgerlich das ist, aber man kann es sich leisten und man kann die ja nicht da alle sich selbst überlassen. So, jetzt löst sich das hier aber immer mehr auf. Dann höre ich einfach auf. Achso, dann die letzte Frage China nochmal, das will ich jetzt nicht übergehen. Dass da die Löhne steigen, und ja klar, und sie müssen steigen. Weil die Produktivität in China wächst ja auch, nicht? Die setzen immer mehr Technik ein, stellen immer mehr Waren her. Die müssen sie ja auch selber kaufen können irgendwann, die können ja nicht nur exportieren. Dann müssen die Löhne steigen. Klar, dann werden natürlich einzelne Tätigkeiten unwirtschaftlich und wandern nach Afrika ab. Das ist aber keine Bedrohung, sondern das ist normaler Kapitalismus. Also das heißt jetzt keine Bedrohung für China, in dem Sinne, dass sie dann alle da arbeitslos werden. Ich meinte auch von der Sicht von Afrika. Ja, also ja, natürlich kann es sein, dass Afrika auf diese Weise sogar noch einen Schub bekommen würde. Nur wird Afrika erst recht das Problem haben, dass wenn sie sich dann entwickeln, und manche Länder entwickeln sich auch schon, dann irgendwann die Rohstoffe knapp werden. Also dass sie sozusagen dieses Schicksal der zu spät kommenden haben werden. Und dann, achso, dann hat einer hier noch gefragt, das habe ich auch noch gesehen, ja, was ist denn mit der Überbevölkerung und den Flüchtlingen? Also der Witz am Kapitalismus ist ja, dass er der schnellste Weg ist, um die Überbevölkerung abzuschaffen. Nee, ich meine, gucken Sie sich doch um, wie viele Kinder werden hier noch geboren? Pro Mutter 1,3 Kinder. Und das ist jetzt bei den Deutschen sozusagen, bei den Bio-Deutschen, und die Migranten haben Kinder von 1,6 Kinder pro Mutter, wo man also sehen kann, dass auch wenn die Mütter aus Kulturen kamen, wo ursprünglich noch viele Kinder geboren wurden, also Afrika oder der Türkei, eine Generation in Deutschland und schon sinkt die Kinderzahl auf deutsche Verhältnisse. Woran man sieht, es hat nichts mit der Kultur oder irgendwas zu tun, sondern der Kapitalismus als System führt dazu, dass die Frauen weniger Kinder bekommen. So, also wenn man jetzt also die Überbevölkerung verhindern will, wäre natürlich ein ganz sicherer Weg, den Wohlstand zu steigern in den Ländern. Und man weiß es auch noch genauer, die Zahl der Kinder hängt ganz wesentlich davon ab, wie gut ausgebildet die Frau ist. Also wenn man die Frauen ausbildet, sinkt die Kinderzahl automatisch. Dann wurde gesagt, ja, was machen wir denn mit den Flüchtlingen? Also das Faszinierende am Kapitalismus ist ja, dass er dazu führt, dass wir in Deutschland, dazu habe ich auch heute einen Text in der Taz geschrieben, 12 Millionen Syrer aufnehmen könnten, ohne dass die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen würde. Das ist gar keine abstrakte Überlegung, sondern der Beitritt der DDR, den ich völlig richtig finde, das waren aber dann ja 16 Millionen Leute, die auch letztlich alimentiert werden mussten, weil sie ja nicht, weil die DDR-Wirtschaft ja natürlich nicht auf kapitalistischem Niveau war. Dass 2 Billionen Euro sind inzwischen in den Osten geflossen, aber Deutschland floriert. Wir haben noch nicht mal mehr Staatsverschuldung als Frankreich, obwohl Frankreich keine Wiedervereinigung hatte. Wir würden das aber dann die Solidaritätsverhältnisse aushalten, die sind ja auch am Anfang angesprochen. Sie meinen, ja, das, also da kann man, achso, dazu gibt es auch ein anderes schönes Beispiel, also die Deutschen haben ja nicht nur die Wiedervereinigung finanziert, sondern parallel, gleichzeitig haben sie auch noch 2,5 Millionen Aussiedler aufgenommen, die meisten aus Russland, konnten auch alle gar kein Deutsch, oder viele nicht, und es war immer unklar, wie viele von denen eigentlich deutsch sind, aber ist alles völlig schnuppe, das Ganze war ein Erfolgsprojekt, nicht? Die Aussiedler sind heute integriert, wie man an allen Zahlen sehen kann, fast keiner von denen arbeitslos und so. Weil der Punkt war gar nicht, ob die deutsch sind oder nicht, sondern der Punkt war, dass man sie von Anfang an als Deutsche behandelt hat. Nicht? Die bekamen einen deutschen Pass, sie durften bleiben, sie durften arbeiten. Und sie bekamen einen Deutschkurs. So, wenn man das mit Syrern machen würde, dann würde das genauso funktionieren. Denn die Aussiedler, das kann man ja auch sehen, kamen ursprünglich gar nicht mit besonders guten Schulabschlüssen hier an. Die kamen ja tendenziell alle aus Kasachstan. Das hat aber sozusagen nicht so viel gemacht, und vor allem ihre Kinder, schon die nächste Generation, macht ja komplett Abitur. Und die Syrer, falls man die aufnehmen wollte, also ich rede jetzt nur ökonomisch, aber ökonomisch gibt es keinen Grund, hier keine Syrer aufzunehmen. Wenn man die aufnehmen würde, die hätten ungefähr das gleiche Profil wie die Aussiedler. So, vom Wissen her und so weiter. Und wahrscheinlich wären die sogar besser qualifiziert. Man müsste aber eben ihnen erlauben zu arbeiten und Deutsch zu lernen, und dann werden die schwupps integriert. Aber Sie haben ja das macht die These. Also bitte welche Funktion hat eventuell sozusagen auch die Überbevölkerung weltweit? Die These wäre ja, dass der Kapitalismus Überbevölkerung braucht, um überhaupt weiter zu laufen. Das heißt, er braucht große Armutsgebiete. So, um das Ausbeutungssystem am Laufen zu halten. Achso, nee, das ist aber auch nochmal eine interessante Frage. Nee, der Kapitalismus, das ist ein ganz großes Missverständnis, das natürlich seit Marx existiert. Und der Kapitalismus braucht keine Ausbeutung. Sondern es ist sogar so, dass Ausbeutung den Kapitalismus stört. Dass Marx das 1867 anders gesehen hat, kann man verstehen, weil genau in dem Zeitpunkt war der Kapitalismus noch ausbeuterisch. Also man muss sich ja nur angucken, was in den Fabriken los war. Aber wenn das so weitergegangen wäre, wie Marx es beschreibt, wäre der Kapitalismus tatsächlich sofort zusammengebrochen. Aber er hat sich eben gewandelt. Nicht? Es gab Gewerkschaften, die Löhne sind gestiegen, es gab einen Konsumkapitalismus, hat sich entwickelt. Den Staat gab es auch. Aber nicht den Staat. Entwicklungsländer. Ja. Nein, genau. Aber, dazu gibt es wirklich viel Forschung. Zum Beispiel, ob der Kapitalismus, um in England zu entstehen, die Sklaverei in den USA brauchte. Oder ob man die Kolonien brauchte. Oder eben auch mal Tagelöhner brauchte, die nichts verdienen. Und das Ergebnis war immer, dass das den Kapitalismus nicht erklären kann. Weil zum Beispiel Sklaverei gab es in der Antike, Kolonialreich hatten die Chinesen auch. Niedrigste Löhne gab es überall immer in der Geschichte. Leibeigene ohne Ende, der ganze Feudalismus eine einzige Leibeigenkultur. Das Einzige, was sich nicht entwickelt hat, ganz viel Ausbeutung, was sich nicht entwickelt hat, war der Kapitalismus. Sondern ganz im Gegenteil, das muss man ernst nehmen. Der Kapitalismus ist nur in England entstanden, weil aus historisch zufälligen Gründen gerade da die Ausbeutung am geringsten war und die Löhne am höchsten. Das kann man bis heute sehen. Also wenn man denkt, wenn Kapitalisten denken, tun sie ja oft, super Idee, die Löhne zu senken, haben sie das ganze System innerhalb kürzester Zeit an die Wand gefahren. Volkswirtschaft, nicht Einzelwirtschaft. Nee, genau, das haben Sie ja recht. Ja. Also mich würde doch nochmal die Frage nach dieser ganzen Analyse, die ich auch super fand, nochmal die Frage nach den Alternativen interessieren. Also Sie haben schon recht, es gibt keine Transformationsforschung, aber man kann ja nicht erst damit anfangen, wenn 20 Professoren 10 Jahre geforscht haben. Und es gibt ja auch schon ein breites Spektrum an Ideen, ne? Verschiedene Formen von Selbsthilfe oder so diese resilienten Strukturen oder größere Visionen. Und das würde mich mal interessieren, Sie müssen ja auch dazu irgendeine Meinung haben. Einfach, was Ihre Meinung dazu wäre, weil ich die Alternativen dann auch oft interessanter finde, als nur in der Problemanalyse stecken zu bleiben. Ja, damit Sie mir, persönlich, absolut, nicht? Habe ich größte Sympathie. Jetzt kommt aber was Sie wieder wahnsinnig unbefriedigend finden werden. Also wie gesagt, der Moment, wo ich politisch aufgewacht bin, war das Waldsterben. 1982. Das war für mich, dass ein ökologisches Großsystem stirbt. War für mich sozusagen der maximale Schock. Also habe ich nie einen Führerschein gemacht und ich bin in BUND eingetreten und später bei den Grünen und habe mich da immer, habe da Straßenstände gemacht und ich habe bis heute keine Waschmaschine und was habe ich noch nicht? Auch keine Mikrowelle und so weiter. Also ich habe auch kein Auto natürlich und ich kann locker mithalten, wenn es um den Lebensstil von Nico Pech geht. So, ich selber lebe antikapitalistisch, aber mir ist ganz klar, wenn alle so leben würden, wäre das einzige Ergebnis, dass der Laden zusammenbricht. Weil dieses System darauf beruht, dass immer mehr Waren konsumiert werden. Und zwar wenn dann zu viele Leute wie ich aussteigen, wird schwierig. Aber es gibt doch zum Beispiel den Christoph Bergmann, der dann auch versucht hat, so ein Wirtschaften zu entwerfen, das nicht nur auf so einer arbeitsteiligen Produktion in der Industrie basiert, sondern so verschiedene Säulen sich überlegt hat und so. Ja, wie gesagt, wenn das als ferne Ziel, finde ich das ja alles auch wirklich gut. Sie müssen das Nahziel modellieren. Und da, das ist nicht nur Lebensversicherung und das ist nicht nur Autos, also was machen die VW-Arbeiter. Griechenland zeigt das. Am Ende ist es auch die Frage, ja, und wo kommt das Krebsmedikament her? Das wird auch kapitalistisch hergestellt. Und in einer kapitalistischen Wirtschaft sozusagen werden die Mittel dann verteilt, damit jeder eine Krebsversorgung kriegt. So, das ist wirklich komplex. So, und alles, was ich sagen will, es geht nicht zu sagen, ich mache hier Urban Gardening und dann zu denken, man hätte dieses System entweder modifiziert oder bewältigt. Und das finde ich eben, und was ich auch anstrengend finde, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, ist diese, wie soll ich mal sagen, also dieses, dass man selber denkt, man sei der Gute. Also diese enorme moralisierende Diskurs. Dass immer ganz klar ist, jeder, der diese Visionen hat und lebt und aussteigt, ist irgendwie, hat den totalen Durchblick. Wobei mir dann immer auffällt, dass sie zwar wissen, dass sie den Kapitalismus abschaffen wollen, aber nie verstanden haben, wie er funktioniert. Und ich glaube, das kann man sich eben nicht mehr länger leisten, weil man sonst in der Falle sitzt, in der wir vom BUND schon 1982 steckten. Jeder wusste, dass die Umwelt zerstört wird und alle haben weitergemacht. Aber an der Stelle möchte ich Ihnen widersprechen. Also ja. Es gibt Beispiele von hochkomplexen Entwicklungen mit Know-how, zum Beispiel im IT-Bereich, die Open-Source-mäßig funktionieren, ohne eine kapitalistische Triebfeder, wo Leute sich zusammentun und kooperativ arbeiten. Und das Beispiel mit den Krebsmedikamenten ist ein wichtiges, aber soweit ich weiß, hat ein Pharmakonzern 90% seines Budgets eher fürs Marketing, nur 10% für Forschung, also das ist auch arbeitsteilig irgendwie anders zu organisieren. Also ja genau, das will ich ja gar nicht leugnen, ich will nur, dass die Leute sich da mal an die Arbeit machen. Ja. Und also zum Beispiel, ich arbeite ja in einer Genossenschaft, ne, bei der Taz, und war da auch lange im Vorstand. Also Sie können mir glauben, ich bin auch wirklich für Genossenschaften. Aber auch da ist es sozusagen kurzschlüssig zu denken, wenn man ganz viele Genossenschaften hätte, dann hätte man kein Wachstum. Also das, durch die Eigentumsfrage ändert sich am Kapitalismus erstmal gar nichts. Was? Ja, ja, und auch die Genossenschaft wurde erst im Kapitalismus entwickelt, das kommt noch hinzu. Das ist ja nicht eine Idee, die man im Feudalismus hatte. Das heißt, dass auch die Genossenschaft ist sozusagen ein kapitalistisches Gewächs. Das sage ich jetzt nicht, also ich will Sie gar nicht entmutigen, ich will nur sagen, das ist eine echte Herausforderung, dieses System. Ich glaube halt nur, man braucht kein kapitalistisches Wachstum als Triebfeder, damit Leute komplexe Prozesse miteinander eingehen und erarbeiten. Das glaube ich einfach nicht. Aber das muss man nee, ich meine, ich versuche es noch einmal. Also das, aber ich weiß auch nicht, ob sich das Sie damit erreichen kann. Also die Leute, aus meiner Sicht ist es so, dass ganz oft Leute denken, ja, wir haben doch dieses Einkommen, das da ist. So, und dann verteilen wir das neu auf Genossenschaften oder auf die Krebsforschung oder sonst was. Aber das Einkommen, das da ist, das wird irgendwie neu verteilt. Oder Arbeitszeitverkürzung, irgendwie wird das, was da ist, verteilt. Und das geht an der Sache total vorbei, weil der Kapitalismus ist ein Prozess. Das muss man verstehen. Es geht um Prozesse. So, und da ist überhaupt nicht stabil. Das heißt, wenn Sie da an dem System fundamental was ändern, dann ist da genau das Einkommen, das Sie verteilen wollen, auch gar nicht mehr da. Und zwar ist nicht nur das Einkommen weg, die Struktur ist auch weg. Es ist einfach alles weg. So, und da kann man, das, ich will ja nicht behaupten, dass man es nicht umbauen kann. Aber man muss sich dieser Herausforderung stellen, dass man sich mit einem hochkomplexen Prozess auseinandersetzt und nicht mit einem statischen Gebilde, wo man irgendwie mal kurz umverteilt. Dieses Bewusstsein für das System, in dem man lebt, ist aus meiner Sicht eben oft, gerade bei denen, die es überwinden wollen, irgendwie gar nicht vorhanden. So, und das sage ich, wie gesagt, ich habe auch kein Auto. Warum? Warum nicht? Wenn Sie sowieso nichts damit zu tun haben. Nein, das ist eine gute Frage. Nee, aber aus ästhetischen Gründen. Also ich habe ja jetzt immer erzählt, wie schön, was der Kapitalismus alles Gutes bewirkt hat. Demokratie, Bildung, Frauengleichberechtigung und so. Das kann ich zum Beispiel gar nicht ignorieren. Meine Mutter noch war Hausfrau. Ne? Das ist völlig klar, dass ich 30 Jahre später Chancen habe, die meine Mutter nicht hatte. Das ist nur dem Wohlstand zu vergleichen, also kann ich jetzt nicht ignorieren, so was der Wohlstand auch in meinem Leben angerichtet hat. Aber ein ganz großes Problem hat der Kapitalismus unter vielen. Er hat die Welt hässlich gemacht. Und es gibt keinen Ort, der so hässlich ist wie eine deutsche Autobahn. Und eine deutsche Tankstelle, und eine deutsche Raststätte, und ein deutsches Parkhaus. Und ich will mit dieser Hässlichkeit die deutschen Garagen, die deutschen Einfahrten, die deutschen Vorgärten, das Auto... Sie sehen das immer nur von außen, setzen Sie das Auto rein, da ist schön. Okay, ich fahre jetzt Taxi, vielen Dank. Lassen. Zu einfachen Lösungen ist es nicht gekommen, zu einfachen Forderungen, aber vielleicht zu der Erkenntnis von ein paar Irrwegen. Aber über das nächste Transparent bei Attac rettet Luxemburg, da muss ich also nochmal drüber nachdenken.